von parlamentarischer Kontrolle und demokratischen Regeln diktiert letztendlich die Troika aus Europäischer Kommission, Internationalen Währungsfonds und Europäischer Zentralbank den Kurs für Europa und diktiert den Ländern und deren Bevölkerungen ihre Wertestabilität. Und den nationalen Regierungen wird dabei immer mehr der Spielraum entzogen, um den ja aufoktroyierten Auflagen überhaupt etwas politisch noch entgegensetzen zu können. In zahlreichen Ländern gibt es Antworten der Bevölkerung, gibt es Widerstand und also als Reaktion auf diese Politik. Und es gibt, würde ich sagen, vielleicht auch manchmal Ansätze einer demokratischen Organisierung von unten. Das macht auf jeden Fall Mut. Für Deutschland würde ich sagen, bleibt der Widerstand viel zu gering, fällt er viel zu gering aus. Wir haben erste Ansätze vielleicht gesehen mit Blockupy Frankfurt oder auch mit dem Aktionstag Umverteilen, aber es ist sicherlich weit unter dem, was sich wahrscheinlich die meisten hier im Raum wünschen würden. Mit dem heutigen Podium wollen wir ein paar Fragen nachgehen. Wir wollen sie zumindest mal andiskutieren und sozusagen die Fragen anreißen und hoffen, damit einen gewissen Input zu geben, der vielleicht auch über das Wochenende weiter diskutiert werden kann. Wir wollen fragen, wie viel Demokratie aktuell in Europa überhaupt noch zu finden ist. Wir wollen grundsätzlicher fragen, wie viel Demokratie der Kapitalismus erlaubt oder verträgt. Und wir möchten natürlich auch diskutieren, was vielleicht Alternativen zum derzeitigen Kaputtsparen der europäischen Länder sein können und welche Chancen auch ein europäischer Widerstand aktuell haben kann. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu diese kompetenten Diskutantinnen hier habe und dass sie der Einladung gefolgt sind. Und ich glaube, mit Ihnen zusammen können wir das Thema auch wirklich von verschiedenen Seiten angehen und beleuchten. Ich begrüße ganz herzlich Katja Kipping. Katja Kipping ist sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion und Parteivorsitzende von Die Linke. Er ist Professor für Politikwissenschaft hier an der Uni Köln und er ist natürlich Autor vieler zahlreicher Veröffentlichungen und Bücher, unter anderem des Buches Armut in einem reichen Land. Das ist eins, was wahrscheinlich in den letzten Monaten schon dem einen oder anderen begegnet sein dürfte. Herzlich willkommen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler. Ich mache erst fertig und dann. Und er ist Berater der Parlamentsfraktion des griechischen Linksbündnisses Syriza, die, wie ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen habt, bei den letzten Wahlen in Griechenland nur knapp es verpasst haben, stärkste Kraft zu werden und denke ich, die hoffnungsvollste politische Kraft aus meiner Sicht zumindest in Griechenland sind. Herzlich willkommen, Theodoros. Damit ihr so ein bisschen wisst, was auf euch zukommt. Ich habe sechs Fragen vorbereitet, zwei Fragen pro Person, die so ein bisschen das Themenspektrum, was ich gerade am Anfang skizziert habe, auch abdecken bzw. anreißen sollen. Und nach dieser ersten Runde von Fragen und Antworten würde ich natürlich irgendwie gerne euch mit einbeziehen. Es ist klar, ihr seid jetzt recht viele, also es wird nicht ganz so einfach werden, aber wir würden uns bemühen, sozusagen einen Blog zu machen, wo ihr Fragen stellen könnt, eigene Meinungen artikulieren könnt, Kritik üben könnt. Und dann gibt es eine Runde, wo nochmal alle darauf Bezug nehmen können, antworten können. Wir würden die versuchen, bis ungefähr 7:45 abzuschließen, weil Katja dann auch zurück muss und zurück nach Berlin fahren muss. Aber ich glaube, wenn wir merken, dass noch weiter Diskussionsbedarf ist, würden wir danach einfach noch mal eine Runde anschließen. Das entscheidet ihr dann einfach mit. Gut. Ja, dann würde ich jetzt einfach loslegen. Ich fange mal an mit meiner ersten Frage an Katja. In den
in den gängigen bürgerlichen Kommentaren, sage ich mal, oder so in den Kommentaren, die man in der Mainstream-Presse sozusagen gefunden hat in den letzten, sage ich mal, 2 Jahren der Krise, haben sich immer wieder Aussagen gefunden, die eigentlich in die Richtung gingen, die Bevölkerungen der Länder, insbesondere auch Griechenland, aber auch der anderen Länder, hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Es wurde ein Bild gezeichnet oder eigentlich karikiert, muss man ja sagen, von vermeintlich faulen Südländern, die das Geld der deutschen Steuerzahler verprassen. Ich finde sozusagen die unrühmlichste Schlagzeile oder Überschrift in dem Kontext war die der Bild-Zeitung, die ja dann vorgeschlagen haben, die Pleite-Griechen könnten ja ihre Inseln an Deutschland verkaufen. Ich finde an der Stelle total wichtig, sich natürlich gegen so eine Hetze zur Wehr zu setzen. Und ich würde gerne einfach von dir vielleicht wissen, wie du dieser Hetze auch entgegentrittst, beziehungsweise wie du eben auch gerade diese Argumentation, hier die verschiedenen Bevölkerungen auch gegeneinander auszuspielen, wie du damit umgehst. Ja, es gibt 3 mögliche Reaktionsweisen aus einer linken Sicht. Das eine ist normativ, aber ich denke, das müssen wir ganz klar festhalten. Der Versuch, Leute in die Kategorie eines Volkes zu pressen, ist ja schon ein ganz übler Abnehmungsversuch. Es ist ja der Versuch, einen Konflikt zwischen deutschen Griechen, deutschen Spaniern etc. Hervorzurufen, um eigentlich abzulenken von dem tatsächlichen Konflikt, nämlich den Konflikt zwischen oben und unten, oder um es einfach zu sagen, denjenigen, die die Krise verursacht haben und denjenigen, die dafür bezahlen müssen. Und insofern, finde ich, muss eine linke Antwort aber auch immer eine klare Antwort sein, wir verstehen uns zuallererst als Europäer. Ja, und wir denken nicht mehr in den Kategorien von Volk und Deutschen, sondern wir meinen den nationalstaatlichen Tellerrand, das sollte wirklich der Geschichte angehören. Also wir finden den gut und ich bin davon wirklich ganz leidenschaftlich überzeugt. Wenn du in einer Talkshow bist, muss man auch zur Kenntnis nehmen, ist man manchmal mit einer anderen hegemonialen Setting konfrontiert, nämlich dass die Leute das nach wie vor einen total wichtigen Bezugspunkt finden. Und dann ist tatsächlich dieses emotionale Bild, also man sieht ja da ganz Südeuropa auf dem Rücken liegend mit Weintrauben in der Hand in der Sonne, ja, und die sind jetzt schuld an der Krise. Und ich finde, diesen üblen Ressentiment muss man natürlich auch aufklärerisch und volkswirtschaftlich begegnen und deutlich machen, das, was hier Merkel und Co. als offizieller Erzählung gesetzt haben, dass unsere Lohnzurückhaltung dazu geführt hat, dass Deutschland so gut durch die Krise gekommen ist, ist eine Verkehrung der Wahrheit. Denn die Lohnzurückhaltung hat nicht dazu geführt, dass wir besser durch die Krise gekommen sind, wobei dieses Wir schon zu hinterfragen wäre. Diese sogenannte Lohnzurückhaltung hat genau dazu, zu einem Zustand geführt, volkswirtschaftlich, der die Krise geführt hat. Eigentlich ist es eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich in einem hochproduktiven Land Lohnzurückhaltung übe und dann immer mehr Waren exportiere und noch stolz darauf bin, dass ich mehr in andere Länder exportiere, als ich von dort importiere, dann ist doch klar, dass irgendwann ein Defizit entsteht und die anderen Länder Schulden machen müssen. Und dass diese Schulden, die wir so kritisieren, genau ursächlich sind für den sogenannten Wirtschaftsaufschwung in Deutschland, für den sich Merkel und Co. rühmt. Darauf muss man volkswirtschaftlich hinweisen und ganz klar sagen, das Solidarischste, was man in Deutschland gerade machen kann, ist, höhere Löhne zu fordern. Ich weiß, wir sind in den Kategorien der Volkswirtschaft oder der Ökonomie hier auch offene Ohren, ja sogar offene Herzen stößt. Das ist leider nicht überall so. Und insofern denke ich, muss man als dritte Antwortstrategie auch auf eine emotionale Ebene gehen. Weil wenn quasi immer wieder emotional die schwäbische Hausfrau bemüht wird, die angeblich weiß, dass man sparen muss und dass da sehr negative Emotionen geschürt werden, muss man, denke ich, auch im Gegenzug emotional werden und deutlich machen, was die Bankenrettung, wir rechnen ja jetzt angeblich Euro-Rettung, das ist ja eine Bankenrettung, dass die Bankenrettung von heute, der Sozialabbau, sofort zur Folge hat. Und was das für eine Folge in Griechenland und anderen Ländern hat. Und insofern bin ich sehr froh, dass mein Co-Vorsitzender Bernd Schützinger selber in Griechenland war und sich dort die Kinderkrankenhaus angeschaut hat. Dazu muss man um deutlich zu machen, wenn es heißt, die leben über ihre Verhältnisse in Griechenland, dann mal sagen, was hat das Kürzungsdiktat für Folgen, für existenzielle Folgen?
stehst im Stream. Schwanger war. Also, wirklich nur aufgrund meiner eigenen Situation hat mich das sehr berührt, diese Vorstellung, man muss 1000 Euro nehmen, dann habe ich gehört, in manchen Krankenhäusern, um überhaupt in den Preistag vorgelassen zu werden. Was ist aber, wenn jemand diese 1000 Euro nicht parat hat? Ja? Oder im Kinderkrankenhaus, wo du einfach das Notwendigste nicht hast, oder Krebskranke, die einfach nicht mehr das Überlebensnotwendige bekommen. Das ist ein Ergebnis des Kurses. Und dagegen müssen wir auch eine Empörung artikulieren und sagen, was hier passiert im Menschen. Dagegen auch die Stimme der Empörung sein, sondern wir sagen ganz klar, wir machen etwas dagegen. Und deswegen haben jetzt die Linke startet am Montag, also ihr seid quasi die Ersten, die das erfahren, starten wir eine Spendenaktion. Wir sagen, in der Weihnachtszeit wird gerne gespendet und wir finden, es ist gegenwärtig eine Zeit, wo man wirklich konkret auch Spenden sammeln sollte für Krankenhäuser in Griechenland. Wir sind ja da auch mit unseren Genossinnen in Griechenland in Kontakt, um ganz konkrete Projekte zu nennen, die man spenden kann, um das zu unterstützen, um hier deutlich zu machen. Wir greifen ganz groß auf der großen Ebene die Sachen an, aber wir wollen auch denjenigen, die ganz konkret helfen wollen, auch ein Angebot und eine Stelle zu nennen. Und abschließend vielleicht noch was also zum aktuellen Anlass. Du hast es ausgeführt, Nicole, heute hat der Bundestag über die nächste Form der Bankenrettung entschieden. Und warum wir gute Gründe haben, dagegen zu stimmen, hat Nicole schon alles benannt. Was ich wieder am bemerkenswertesten fand in dieser Bundestagsdebatte, war das Agieren von SPD und also wenn man nicht weiß, wie sie abstimmen und du folgst den Debatten, da steht ein Jürgen Trittin vorne und plustert sich auf und greift die Regierung an. Wenn das jetzt eine Castingshow wäre, hätte ich gesagt, super, Respekt, ja. Also da hat jemand sich wirklich gut als Regierungskritiker da aufgeplustert, so auf der Ebene von Gestik und Mimik. Und danach setzt er sich hin und stimmt zu. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das, was gerade passiert, ist viel zu ernst, als dass Politik oder das, was hier passiert, ist ja auch eine Art von Verrohung von Demokratie. Weil man kann doch niemandem ernsthaft erklären, dass es da noch um was geht, wenn im Bundestag vorgelebt wird, was hier passiert, ist lediglich eine pure Scheindebatte im Scheinwerferlicht. Und wenn die Scheinwerfer aus sind, da wird fleißig mitgestimmt oder ich sage nur im Backstage-Bereich wird schon heftig gekuschelt, ja, zwischen SPD und CDU. Und insofern ganz klare, ja, auch Ansage in Richtung SPD und Grüne. Also wenn ihr sowieso den Kurs von Merkel und Co. mittragt, dann gebt das auch offen zu und tut nicht so, als ob wir noch zuzulegen. Und so tut, dann sagt endlich auch Nein zu diesem Weg, damit sich überhaupt der Weg eröffnet, um alternative Wege zu gehen. Und es gibt gute Alternativen, um nur einmal anzureisen. Die Linke europaweit setzt sich jetzt dafür ein, dass es eine einmalige Vermögensabgabe gibt, damit die wirklich Reichen zur Kasse gebeten. Wir meinen, eine 30-prozentige Vermögensabgabe wären sozusagen angemessen, damit eben nicht die Ärmsten die Kosten der Krise bezahlen müssen, sondern diejenigen, die sie mit verursacht haben. Dankeschön. Theodoros, jetzt hat Katja schon einiges sozusagen gerade auch zur Rolle der deutschen Regierung, der Bundesregierung bei der sogenannten Bewältigung der Krise gesagt und auch auf die besonders problematische Rolle eben hingewiesen. Ich fände es spannend von dir nochmal zu hören, wie eben jetzt gerade in der griechischen Bevölkerung die Rolle der Troika wahrgenommen wird und natürlich gerade mit Blick eben auch dabei auf die Rolle Deutschlands. Und andererseits du vielleicht auch nochmal, ja wahrscheinlich am eindrücklichsten beschreiben kannst, wie sich das Leben der Menschen in Griechenland jetzt mit den Kürzungsauflagen auch verändert hat und dafür nochmal eine gewisse Sensibilisierung vielleicht schaffen kannst. Ist das, hört man mich? Ja, okay. Zuerst wollte ich etwas dazu, also zu dem sagen, was Katja sagte. Vor einiger Zeit im Sommer war Martin Schulz in Griechenland, der Präsident des Europaparlaments von der SPD, und besuchte uns in der Fraktion und sagte: Ihr wisst nicht, wie sehr ich gekämpft habe, damit die SPD für das Hilfspaket stimmt. Während eure Genossen dagegen gestimmt haben, haben wir uns so angeguckt. Und dann kam das nur
würde, ihm zu sagen, ja, aber wir haben doch den diese Perspektive, dieser Wege betrifft. Wir sind uns so einig mit den Linken in Deutschland, wie es mehr nicht geht. Aber nun, ja, das ist, da ist nichts über Klatschen, wir sind uns einig. So, nun zur Rolle Deutschlands. Als Frau Merkel und Herr Renzinger in Griechenland waren, die sind nicht extra zusammengekommen. Es waren zufällig da. Beide. Frau Merkel war gekommen, um die griechische Regierung den Rücken zu stärken. Und Bernd Hetziger war gekommen, um an der Eröffnung der Rosa-Luxemburg-Niederlassung in Athen teilzunehmen. Hat man mich interviewt in der ARD. Und man fragte mich, ja, was sagen Sie zu Merkel-Besuch? Ich sage, ja, hören Sie, es sind zwei führende deutsche Politiker. Nein, das nicht. Und sie haben das ausgeschlossen. Das durfte nicht gesendet werden. Damit will ich sagen, dass wir in Griechenland versuchen, das zu vermitteln, dass es nicht ein Kampf zwischen Griechenland und Deutschland da ist. Das ist, weil es sind ja sehr viele Griechen, die daran verdienen, an dem, was passiert. Es ist ja nicht so, dass alle Griechen leiden. Die große Mehrheit leidet. Und es sind einige Sachen gesagt worden, aber es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, dass alle Griechen darunter leiden. Die Griechen sind sehr gut daran verdient, zum Beispiel. Es gibt griechische Unternehmen, die Exportweltmeister, manchen Sachen sind, zum Beispiel in der Bauindustrie. Und sie verdienen sehr gut daran, dass die Löhne gekürzt werden. Und dass die Tarifverträge außer Kraft gesetzt werden. Und das versuchen wir auch den Menschen in Griechenland zu vermitteln. Das ist aber schwierig. Weil man ja Deutschland als die führende Kraft in Europa sieht, ist ja auch aufgrund seiner wirtschaftlichen Macht vor allen Dingen. Aber, man sieht, dass Deutschland alle Deutschen unter der Führung von Merkel und Schäuble einen diesen Kurs fahren, der den Menschen in Griechenland schadet. Und wir versuchen, ihm zu erklären, dass genau das passiert, was Katja vorhin sagte. Es geht nicht, es ist kein Kampf von Nationen, es ist ein Kampf von Klassen. Das passiert nicht. Was für ein Europa wertvoll ist. Und wessen Europa ist. Und was für eine Demokratie wir wollen, weil wir vorhin ja von der Demokratie sagen. Das müssen wir diskutieren, das müssen wir erklären. Ich will auch in einem Punkt euch korrigieren, also die Veranstalter korrigieren. Das heißt hier, das griechische Linksbündnis Syriza. Heute findet die Gründungskonferenz der Partei Syriza. Wir vereinigen uns in einer einheitlichen Partei. Wir haben in den letzten Monaten versucht, Mitglieder zu werden. Das war ein großer Erfolg. Sehr viele Menschen sind dreimal so viele wie alle Organisationen von Syriza zusammen an Mitglieder zählen. Sind dreimal so viele jetzt Mitglieder der neuen Partei geworden. Wir haben über 500 Grundorganisationen neu gegründet und ich glaube, das wird gut gehen. So, wie sieht das nun aus? Was nimmt der griechische Bürger wahr? Der griechische Bürger nimmt erstmal wahr, dass die Europäische Union und unter Führung Deutschlands, das heißt die Troika, Löhne kürzt. Wir versuchen zu erklären, die griechische Regierung kürzt die Löhne.
Sie bringen die Gesetze ins Parlament. Nicht Betreuung, nicht Merkel, nicht Schäuble. Natürlich wird das unter Druck gemacht, aber sie wollen diesen Druck. Weil dieses Programm, das Sie jetzt durchziehen, das ist das Programm, das Sie in den letzten 20 Jahren nicht haben durchsetzen können. Sie sind sehr froh, dass Sie Frau Merkel und Herrn Schäuble über sich haben. Das wollten Sie. Das wollten Sie sehr gerne haben. Was aber sehr wichtig und sehr gefährlich gleichzeitig ist, ist, dass diese Maßnahmen nicht ohne Einschränkung der Demokratie durchgesetzt werden. Was heißt Einschränkung der Demokratie konkret? Das heißt, dass seit den letzten Wahlen in sehr viele Maßnahmen beschlossen wurden. Es kamen aber nur zwei Gesetzesentwürfe ins Parlament. Alles andere waren Verordnungen. Das Parlament diskutiert. Die Parteien, die jetzt regieren, das heißt die zwei Parteien, die Sozialisten und die Konservativen, die mussten sich verpflichten, schriftlich verpflichten, diesen Kurs zu fahren. Die europäische, das war ein Wort in der Ausdruck, und in Spanien. Obwohl es in Spanien gar kein Abkommen gibt und kein sogenanntes Hilfspaket gibt. Aber die mussten sich verpflichten. Und die Italiener haben sich auch verpflichtet. Monti und die demokratische Partei und die Rechten. Was ist das für eine Demokratie, wo sich alle Parteien auf eine Linie verpflichten? Und bei uns geht das natürlich nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass alle Parteien sich auf eine Linie festsetzen. Weil wir aus diesem Prozess. Katja sprach von den, und du auch, von den Krankenhäusern. In der heutigen Ausgabe unserer Parteizeitung las ich von einer Migrantin, die an einer krebsleidenden Frau, die keine Papiere hat, ist illegal nach Griechenland eingereist und ihre Kinder, die in Griechenland leben, haben sie ins Krankenhaus. Der Krankenhausdirektor hat die Polizei gerufen. Hat erstmal von den Kindern der Frau 5.500 Euro verlangt und dann die Polizei gerufen, nachdem sie das bezahlt haben. Das ist natürlich abgewendet, die Polizei ist abgezogen, die Frau wurde operiert. Aber damit will ich euch zeigen, wie, in was für ein Land wir leben heute. Und das ist Ergebnis dieser Maßnahmen, die angeblich gegen die Krise getroffen werden, durchgesetzt werden. Weil ja, man sagt uns ja, dass die Einschränkung der Migrantenzahl, der Herauswurf von Menschen ohne Papiere, das geschieht erstmal aus wirtschaftlichen Gründen. Wir können das ja nicht. Unser Gesundheitssystem kann das ja nicht. Und zweitens, weil dadurch die Nazis gestärkt werden, wenn es so viele Migranten gibt. Und dagegen müssen wir auch umgehen. Wir müssen die Bevölkerung davon überzeugen, dass die Migranten und die Migranten nicht das Gesundheitssystem zerstören, sondern dass die Sparmaßnahmen das Gesundheitssystem zerstören. Zweites Beispiel sind die Universitäten. Ihr seid ja, ist der Hessler, die meisten Kollegen, die mich an. Ich war in einem anderen SDS vor langer Zeit. Der Lehrbetrieb und der Forschungsbetrieb in der Universität, der kann nicht weitergeführt werden, weil alle befristeten Verträge von Lehrkräften und von Forschungskräften gekündigt haben. Die Menschen sind rausgekommen. Jetzt werden auch die Verwaltung schrumpfen. Das kann nicht weitergehen. Die Professoren sagen, wir können.
Und die Studierenden, die wissen, dass wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben, ist dann ohne Arbeit. Und das ist eine und es wird eine Welle des Lohndrucks auf alle europäischen Länder kommen. Weil jeder Arbeitgeber dem Ingenieur oder dem Biologen sagen kann, ja weißt du, ich habe 100.000 Griechen, 1 Million Spanier und 100.000 Portugiesen, die werden für 30% weniger arbeiten müssen. Dahin führt das. Und deswegen ist auch diese Seite, die Zerstörung der Universitäten und die Zerstörung der Perspektive für die Absolventen der Universitäten eine europäische Frage. Eine Frage, meine ich, die Solidarität zwischen den Studierenden in ganz Europa hervorrufen muss. Die Schulen. Es werden Schulen zusammengelegt. Schulen zusammenlegen heißt erstmal, dass die Kinder sehr viel weitere Wege. Ich kann sagen, in Griechenland mit seinem milden Klima ist das nicht so schlimm. Aber es ist dazu gekommen, dass der Holger vorgeschlagen hat, alle Inseln, die unter 150 Einwohner sind, Inseln eine kleine Schule zu sehen. Weil die Kinder, auch wenn sie 5 oder 10 Kinder sind, auch eine Schule haben müssen. Ja, das heißt, zweite Zusammenlegung der Schulen heißt weiter, dass die Klassen größer sind. Wir haben in Griechenland ein sehr gutes Verhältnis von Lehrern und Schülern in den als ich zur Schule ging, waren wir 15 in der Klasse. Vor 2 Jahren waren es etwas über 20 jetzt in der Schulklasse. Dann lernen eben die Kinder weniger. Und die Lehrer, die müssen viel mehr arbeiten. Und dieses viel mehr Arbeiten geht zu Lasten der Kinder. Auch wenn man sich für die Arbeit der Lehrer nicht interessiert. Und sagen, ja gut, die sollen ja auch mehr arbeiten. Und es geht auch zu Lasten der Kinder. Und da soll auch Perspektive, das heißt in 1 oder 2 Jahren, in Perspektive, die Unkündbarkeit von Lehrern aufgehoben werden. Das heißt, dass der Lehrer unter Druck steht. Und meinetwegen soll man sagen, ja gut, der soll unter Druck stehen, aber das geht zulasten der Kinder. Immer. Dagegen kämpfen wir. Und dagegen versuchen wir auch die Menschen zu organisieren und denen zu sagen, nehmt die Sache in der Hand. Das hat Erfolg. Klein, aber das hat Erfolg. Wir haben auch unseren Abgeordneten 20% Abgabe auf den Punkt, damit die Initiativen der Menschen auch finanziert werden. Ich glaube, dass diese Politik, die wir führen, erstens die sehr klare Aussage, dass es um die armen Leute geht, dass es nicht um die Nation geht. Das sind Schichten der Bevölkerung. Zweitens, dass es um die Demokratie geht. Und drittens, dass es um die Selbstorganisation der Menschen geht. Das sind Punkte, die uns vorangebracht haben. Mit einem noch einem Punkt, nach meiner Meinung beginnt es. Wir haben diese Kampagnen als Europäer geführt. Wir haben den Menschen gesagt und ich glaube vermittelt, die Lösung ist nicht die Kleinstaaterei in Europa. Die Lösung ist das linke Europa. Ist das Europa der arbeitenden Menschen. Das heißt aber, dass wir von euch erwarten, dass ihr stark werdet. Ja.
Türrahmen stehen, was ja gruselig ungemütlich ist jetzt stundenlang. Da vorne sind nämlich noch mindestens 10 Plätze und auch hier vorne ein paar, also kommt einfach rein und genau. Richtig, und hier vorne, falls es drin, also da vorne wäre auch mindestens ein Meter, wo man sich zumindest am Boden hocken könnte, weil wahrscheinlich ist alles gemütlicher, als da hinten im Türrahmen zu stehen. Also noch einfach rein. Dann mache ich mal kurz 5 Minuten, nee, eine Minute Pause. Genau, dann hier. Ja, lass uns nach vorne gehen, wenn der Platz ist faul. Mhm. Lass uns nach vorne gehen. Dann gibt's natürlich einen Schuss. Nach vorne rechts, nur weil ich echt sage, kann man sich das gut, dann hoffe ich, dass ihr genau zumindest schon mal eure Sitzplätze oder die potenziellen erspäht habt. Also hier vorne ist, wie gesagt, immer noch relativ viel Platz. Genau, jetzt haben wir gerade von Theodoros gehört, wie sich eigentlich eben diese Maßnahmen in Griechenland konkret ausgewirkt haben, wie auch die prekäre Beschäftigung, unsichere Zukunft, Erwerbslosigkeit, Armut zugenommen haben und wie letztendlich eben sowohl im Parlament als auch natürlich der griechischen Bevölkerungsprozessive die Mitsprache genommen wurde, politischen oder auch immer noch wird, politischen auf die Politik konkret zu nehmen. Ich würde jetzt mal gerne mit Christoph die Frage stellen. In den letzten Jahrzehnten kann man eigentlich schon sagen, schwerpunktmäßig mit der Armutsforschung beschäftigt. Und mich würde eigentlich interessieren, wie sich die Armut jetzt eben nicht nur im europäischen Kontext entwickelt hat und was es aber eben vor allem auch für Menschen und ihre gesellschaftliche Teilhabe auch bedeutet, wenn die Armut doch, dann relativ rasant oder binnen kurzer Zeiträume eben auch so dramatisch zunimmt. Also vorweg will ich mal schicken, dass ich dieses Etikett des Armutsforschers nicht so gerne aufgeklebt kriege, aber mich auch nicht so richtig dagegen wehren kann. Ich beschäftige mich natürlich auch noch mit vielen anderen Themen, wie zum Beispiel dem Rechtsextremismus, dem Rassismus, mit Globalisierung, demografischem Wandel, mit vielen der Integrationspolitik und anderem mehr. Aber in der Tat, dieses Armutsthema wird immer dominanter, und zwar nicht, weil ich das für so ein besonders angenehmes Thema hielte, nicht nur für die Betroffenen ist es ja entwürdigend und demütigend, sondern auch für diejenigen, die sich mit dem Problem beschäftigen, ist es nicht gerade so, dass man in Feierlaune kommt, aber die sozialen Probleme nehmen einfach zu. Und aus diesem Grunde, weil Armut und Reichtum gleichermaßen, sie sind ja zwei Seiten einer Medaille, weil beide gleichzeitig zunehmen. Deshalb habe ich mich in der Tat zuletzt in den letzten Jahren immer mehr, auf dieses Feld bewegt oder drücken lassen. Das beruht ja manchmal auch auf Anfragen und darauf, dass so ein großer Bedarf da ist, den man dann decken soll und angefragt wird entsprechend. Und ich würde diese Frage, wie drückt sich das aus, erstmal so beantworten an einem Beispiel, nämlich der Wohnungslosigkeit. Wir haben, Theodoros kennt sich sicher besser aus als ich, kenne es natürlich mehr aus der Literatur, in Athen 25.000 bis 30.000 Obdachlose. Das ist eine Verelendung, wie wir sie uns hier jetzt so, zumindest die Jüngeren, nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite nimmt auch in der Bundesrepublik die Wohnungslosigkeit zu. Man schätzt inzwischen 250.000 Wohnungslose und etwa 22.000 Obdachlose in der Bundesrepublik. Die Gründe sind klar.
Der erste Grund ist der, Wohnungen sind im Kapitalismus eine Ware, so wie Würstchen, wie Wandteppiche und wie leider auch Waffen. Und infolgedessen machen die einen Geschäfte damit und die anderen müssen die Preise bezahlen. Die steigen, besonders in Ballungsräumen, während gleichzeitig die Arbeit immer billiger gemacht wird durch eine Lohndumpingstrategie. Was bedeutet, dass diejenigen Menschen, die in den Wohnungen, in den Mietwohnungen leben, die häufig immer weniger bezahlen können. Und der zweite Grund ist sicherlich der, dass in diesem Spekulationskapitalismus, in diesem Finanzmarktkapitalismus, der sich ja auch gewandelt hat in den letzten Jahrzehnten, dass da die Wohnung immer mehr zum Spekulationsobjekt wird. Da sind die Cerberus, da sind die Blackstone, da sind diejenigen, die als Heuschrecken bezeichnet werden und die kaufen Zehntausende von kommunalen Wohnungen auf, sanieren dann, schmeißen die Mieter raus oder scheuchen sie raus und auf diese Art und Weise verlieren mehr Menschen die Wohnung. Und drittens trägt auch der Staat dazu bei, weil wir hier jetzt eher ein jüngeres Publikum haben. Da finde ich es ganz besonders bedrückend bei den Hartz-IV-Sanktionen. Da werden Jugendliche besonders sanktioniert, unter 25 Jahren Menschen, die bei zweimaliger Pflichtverletzung mit einem Totalentzug ihrer Leistung bestraft werden. Und das bedeutet dann auch, die Miete und die Heizung wird nicht mehr übernommen vom Jobcenter. Und das bedeutet, selbst der Staat, der Sozialstaat und derjenige, der sich gerade in der Bundesrepublik ganz besonders als stolz als Sozialstaat präsentiert, dieser Staat schafft selber Wohnungslosigkeit inzwischen. Und das zeigt natürlich, wie groß die sozialen Probleme werden und dass wir keineswegs gefeit sind dagegen, dass dann, wenn bei den Ländern der südeuropäischen Peripherie das vorexerziert worden ist, nämlich das neoliberale Krisenmanagement, dass dann auch die Bundesrepublik auf ganz andere Art und Weise betroffen sein kann. Denn für mich ist Europa da ein Experimentierraum, wo man zunächst einmal jetzt die Riester-Reform, die es hier in der Bundesrepublik gegeben hat, natürlich in sehr viel extremerer Weise jetzt in andere europäische Länder exportiert, aber nicht, um sie gewissermaßen bei sich hier zu Hause nicht mehr zu praktizieren, sondern um zu sehen, wie sich das auswirkt, wenn man sie fort auch in der Bundesrepublik zu praktizieren. Und das natürlich eng mit dem Thema Armut verbunden ist, ein Thema, was ich ja auch beackere, nämlich die Entwicklung des Sozialstaates. Da merke ich, bei uns wird kaum noch darüber diskutiert, dass schleichend all das, was mit der Agenda 2010 und mit den Hartz-Reformen besonders massiv praktiziert worden ist, dass das weitergeht und dass der Sozialstaat immer stärker demontiert wird. Und um die Frage Demokratie und Kapitalismus, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander, sind sie miteinander verträglich, um mich auch dieser Frage mal theoretisch zu nähern, würde ich sagen, Kapitalismus und Demokratie, Matthias hat es eingangs auch gesagt, stehen natürlich immer in einem Spannungsverhältnis, alleine schon deshalb, weil Demokratie ist mehr als alle vier oder alle fünf Jahre zu einer Wahlurne gehen zu dürfen. Und ich sage an der Stelle in Klammern, übrigens, wenn die Legislaturperioden in den Bundesländern verlängert worden sind von 4 auf 5 Jahre, ist das auch ein Stück weniger Demokratie, weil Demokratie bedeutet nämlich, dass alle Einwohner eines Landes, nicht nur die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, sondern ich denke die Wohnbürgerinnen und Wohnbürger, die Menschen, die in dem Land leben, die müssen mitentscheiden können über die Zukunft ihrer Gesellschaft. Eingebunden zu sein in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse heißt Demokratie. Und wie soll denn, um ein Beispiel zu bringen, wieso die Demokratie der materiellen Fundamente des Sozialstaates bedarf? Wie soll denn eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, die nicht weiß, wie sie am 20. des Monats so etwas Warmes auf den Tisch bekommt für die Kinder? Oder die nicht weiß, wie sie in der nächsten Woche eine Klassenfahrt ihres Kindes finanzieren soll? Wie soll die denn teilhaben an politischen Entscheidungen, Willensbildungsprozessen? Die hat im Hartz-IV-Regelsatz noch nicht mal das Geld, um von Köln nach Berlin zu einer Demonstration zu fahren. Also daran
Demokratie nur funktionieren kann auf der Grundlage eines entwickelten Sozialstaates, der aber systematisch seit inzwischen ja schon fast 35 Jahren, denn begonnen hat das Ganze in der Weltwirtschaftskrise 1974/75 praktisch unter der Regierung von Helmut Schmidt. Und dann haben viele Regierungen, die Regierung unter Helmut Kohl 16 Jahre lang Rot-Grün, dann die Große Koalition und jetzt natürlich die jetzige Regierungskoalition in unterschiedlicher Weise und sicherlich ganz besonders massiv auch die Rot-Grüne Koalition mit der Agenda 2010 und mit den Hartz-Gesetzen haben im Grunde den Sozialstaat demontiert. Und auch das Fundament zerstört für eine Demokratie. Das klarzumachen, also die demokratische mit der sozialen Frage zu verbinden, klarzumachen, dass die Demokratie nur existieren kann, wenn sie auf einem sozialen Fundament ruht. Das ist, finde ich, auch eine gute Strategie im Kampf gegen den Rechtsextremismus, weil dort wird nämlich versucht, die nationale und die soziale Frage miteinander zu verbinden. In der Art, dass den Menschen gesagt wird, wenn wir die Migranten nicht hätten, dann könnten wir für die deutschen Familien mehr tun. Da wird die soziale mit der nationalen Frage verbunden, in ganz demagogischer Weise. Wir müssen, denke ich, die demokratische mit der sozialen Frage verbinden und klar machen, dass beide sehr eng miteinander zusammenhängen. Aber das ist nicht nur eine Frage, die man behandeln muss auf hohem theoretischen Abstraktionsniveau, sondern es ist auch eine Frage, die man historisch anpacken muss. Und da wird mir in der öffentlichen Debatte viel zu wenig darüber gesprochen, dass das, was jetzt mit Griechenland, mit Portugal, mit Spanien vorexerziert wird, dass das ja durchaus schon ein historisches Beispiel hat, nämlich die Austeritätspolitik am Ende der Weimarer Republik. Da ist in Deutschland, mit dem, was ich bewusst nicht als Sparpolitik bezeichne, weil da wird ja nicht gespart. Sparen ist ja durchaus was, was man auch so im Alltagsbewusstsein mit was Positivem verbindet. Also wenn ich spare und habe ordentlich was im Portemonnaie, dann kann ich mir irgendwas leisten. Ja, das ist doch schön, wenn ich gespart habe. Dann kann ich in der Not darauf zurückgreifen. Deswegen ist es, finde ich, falsch, von Sparen zu sprechen. Da wird doch eine Austeritätspolitik gemacht, die mit dem Anspruch der Haushaltskonsolidierung in Wirklichkeit Leistungen kürzt, und zwar bei denjenigen Menschen, die derer am meisten bedürfen. Und das hat mit Sparen überhaupt nichts zu tun, sondern es hat was mit Drangsalieren zu tun. Es hat was damit zu tun, dass Druck ausgeübt wird auf diese Menschen, dass deren Lebensexistenz bedroht wird. Und das ist systematisch praktiziert worden am Ende der Weimarer Republik. Zum Teil sind ja die Maßnahmen, die da beschlossen werden, genau die gleichen. Heinrich Brüning hat mit den Notverordnungen am Ende der Weimarer Republik genau dasselbe gemacht, was die Troika jetzt mit Griechenland macht. Genau dieselben Forderungen. Im öffentlichen Dienst die Löhne und Gehälter zu senken, die Renten zu kürzen, die Löhne zu drücken. All das ist damals gemacht worden. Und zwar mit ähnlichen Methoden, nämlich nicht mit demokratischen. Denn der Reichstag war eben einer, der überhaupt nicht mehr einberufen wurde. So wie das griechische Parlament keine Gesetze mehr beschließt. So hat damals am Ende der Weimarer Republik, und am Ende meint jetzt nicht kurz vor dem 30. Januar 1933, als Adolf Hitler zum Reichskanzler gekürt wurde, übrigens nicht in demokratischen Wahlen oder so, sondern ernannt von einem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg auf Druck aus der deutschen Industrie und aus der deutschen Bankenwelt. Schon anfing zu sterben, nämlich 1930, als die letzte Koalition, die noch den Anspruch erheben konnte, demokratisch zu sein, als die praktisch zerbrach oder genauer gesagt ganz systematisch zugrunde gerichtet wurde, die letzte Regierung, an der die SPD und das Zentrum beteiligt waren, diese Regierung, als Brüning an die Macht kam, da von da an wurde ganz systematisch nicht nur die Demokratie zugrunde gerichtet, sondern es wurde darauf abgezielt, mit der Demontage des Sozialstaates die Weimarer Demokratie sturmreif zu schließen. Und genau denselben Prozess
sehe ich jetzt in den Ländern, die heute als Krisenstaaten in Europa bezeichnen. Und ich finde, deshalb haben wir eigentlich auch gutes Anschauungsmaterial, wozu es nicht kommen darf. Und jetzt verbinde ich am Schluss nochmal beides miteinander. Ich denke, die Art und Weise, wie sich der Kapitalismus in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat, das ist ja auch ein Problem nicht nur des Kapitalismus, sondern die Zerstörung der Demokratie heute ist für mich auch wesentlich eine Frage, die zu tun hat mit der Hegemonie des Neoliberalismus. Dieser Neoliberalismus trägt in sich autoritäre, antidemokratische Züge. Das kann man in der Theorie sehen, wenn man sich zum Beispiel mit Friedrich August von Hayek beschäftigt, dem Chefideologen des Neoliberalismus, wenn man so will, der deutlich in seinen Schriften zum Ausdruck bringt, das, was heute so als marktkonforme Demokratie bezeichnet wird, hat da den Vorläufer, dass gesagt wird, ja, solange die Demokratie im Sinne des Kapitalismus funktioniert, solange ist das natürlich eine wunderschöne Herrschaftsform, derer wir uns bedienen sollten. Aber wenn es drauf ankommt, dann ist die natürlich zu opfern, weil entscheidend ist, dass der Markt funktioniert und der Kapitalismus seine Existenz sichert. Und man kann es an einem anderen Beispiel sehr schön sehen, nämlich bei Milton Friedman, dem zweiten Chefideologen des Neoliberalismus, der in jüngerer Zeit den Neoliberalismus auf US-amerikanische Art und Weise die Chicago Boys noch radikalisiert hat. Denn da sind die Chicago Boys dann gleich nach Chile gegangen, nach dem Putsch gegen Salvador Allende, und haben das praktiziert, was der Neoliberalismus unter Demokratie versteht, nämlich die Pinochet-Diktatur und ein faschistisches Regime. Und insofern ist für mich klar, dass der Kapitalismus natürlich auch mit einer Demokratie existieren und funktionieren kann. Dass immer dann aber, wenn auch systemkritische Kräfte stärker werden, die Gefahr steigt, dass zu anderen Herrschaftsformen gegriffen wird. Und das heißt, die Demokratie wird gerade auch durch diesen Neoliberalismus in seiner Existenz gefährdet. Und ich denke, die Demokratie ist Spielmaterial, ist im Grunde ein Manöver, wenn es gilt, die Herrschaft des Kapitals zu retten. Und das heißt, wenn die Existenz dieses Systems auf dem Spiel steht, das Armut eben hervorbringt, nicht als so eine Art unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung oder als politischer Betriebsunfall, sondern systemimmanent Armut und Reichtum produziert, wenn dieses System, wenn deren Herrschaft auf dem Spiel steht, dann ist die Demokratie überhaupt nichts mehr wert und dann wird sie auch geopfert. Und deswegen ist es so wichtig, wer die Demokratie retten will, dass er sich dieser sozialen Fundamente besinnt und eintritt auch eben für den Erhalt des Sozialstaats. Beides miteinander zu verknüpfen, in der Theorie, aber dann auch in der Strategie, die wir betreiben müssen, um zu einer humanen, einer sozialen, einer demokratischen Gesellschaft zu kommen. Ich glaube, sich dessen bewusst zu werden, das ist die Aufgabe heute. Dankeschön. Zum Beispiel Gregor Gysi im Parlament mal solche, sag mal, in die Nähe solcher Ausführungen kommt, wie du sie gerade gemacht hast, dann bekommt ja die Regierung oder Merkel fast einen Herzkasperl und betont sozusagen dann sehr lange, dass wir natürlich in der sozialen Marktwirtschaft leben und dass die auch gerade erhalten wird, gerade durch die ganzen Maßnahmen und so weiter. Und ich, also meine Frage wäre jetzt einfach nochmal, findest du, dass wir noch in einer sozialen Marktwirtschaft leben, dass man das noch so bezeichnen kann? Wenn nein, wann würdest du sagen, war der Bruch da? Also dass sozusagen da zu wenig Elemente noch irgendwie dazu vorkommen. Und würdest du sagen, dass man dann aber wieder so zurückkehren kann, also wie das vielleicht in den, weiß nicht, 50er, 60er Jahren der Fall war? Ja, ich wundere mich manchmal, dass auch führende Politikerinnen und Politiker der Linken jetzt Bezug nehmen auf Ludwig Erhard, ein Haushaltsamt.
soziale Marktwirtschaft natürlich von Anfang an ein Kosename für den Kapitalismus war. Ich habe mal dieses Buch von Ludwig Erhard mitgebracht, Wohlstand für alle, und zitiere daraus mal einen Satz, weil ich denke, der sagt ganz schön, dass Ludwig Erhard war ein Vertreter einer Marktwirtschaft oder eines Kapitalismus, der sozial nur in dem Sinne war, dass es als schönes Verkaufsetikett aufgeklebt wurde. Er war nicht der Auffassung, dass der Kapitalismus zum Beispiel durch bestimmte sozialstaatliche Leistungen oder Reformen sozial gemacht werden müsste, um etwa damit die Menschen ruhig zu stellen, die arbeitenden Menschen, oder um damit eine friedlichere Gesellschaft zu haben, nicht Brutalität in der Gesellschaft einkehren zu lassen. Das war nicht seine Position, sondern seine Position war im den Kapitalismus natürlich mit bestimmten ordnungspolitischen Rahmen, aber wenn man mit einer solchen Ordnungspolitik den Kapitalismus so gewähren lässt, wie er seinem Wesen nach ist, dann ist er automatisch dadurch auch sozial. Wie er sagt Folgendes: Die soziale Marktwirtschaft kann nicht gedeihen, wenn die ihr zugrunde liegende geistige Haltung, das heißt die Bereitschaft, für das eigene Schicksal Verantwortung zu tragen und aus dem Streben nach Leistungssteigerung an einem ehrlichen, freien Wettbewerb teilzunehmen, durch vermeintliche soziale Maßnahmen auf benachbarten Gebieten zum Absterben verbreitet. Ich glaube, das ist ziemlich deutlich. Also da hört ihr schon heraus, dieses, was ich immer als würdige Unworte des Jahres bezeichne, Eigenverantwortung, Privatinitiative, Selbstverantwortung, das bedeutet doch nur, dass kaschiert wird, dass sich der Staat und auch die Gesellschaft aus ihrer Verantwortung für Armut, für Elend, für Wohnungslosigkeit verabschieden. Und da sagt er ganz klar, das ist der Geist der sozialen Marktwirtschaft. Deswegen würde ich sagen, der Kapitalismus in der Bundesrepublik, auf den das ja gemünzt war, diese Formel von der sozialen Marktwirtschaft, war nie eine soziale Marktwirtschaft, genauso wenig wie die Gesellschaft der Bundesrepublik je mit dem Wort von Helmut Schelsky eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft war. Das ist auch so eine Formel, die stammt aus einer Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders, wo angeblich alle auf den VW-Käfer und auf den Schwarz-Weiß-Fernseher hinsprachen. In Wirklichkeit aber natürlich die Fabriken, den Flicks und anderen gehörten und auf der anderen Seite Menschen ebenfalls, besonders dann, wenn sie nicht genügend leistungsfähig im Sinne einer kapitalistischen Produktivität waren, auf der Straße standen, auch ohne Wohnungen waren. Auch damals gab es Obdachlosigkeit, übrigens viel größer noch als heute. Wir bewegen uns eher wieder gewissermaßen dahin. Also soziale Marktwirtschaft war nie. Soziale Marktwirtschaft ist auch für mich nicht das, was wir anstreben sollten. Und ich halte es zumindest für gefährlich, manchmal sich darauf zu beziehen, weil man den Mythos Ludwig Erhard, den es nicht nur in der CDU gibt, weil man den natürlich auf diese Art und Weise befördert. Und weil der Matthias und ich, deswegen dachte ich anfangs und habe das auch hochgehalten, wir haben ja gerade vor 2-3 Wochen und Armut im Alter gemacht, will ich nochmal auf die Rentenpolitik eingehen. Ludwig Erhard war derjenige, der in der CDU und im Kabinett auf eine sehr, ich sag mal, hinterfotzige Art und Weise die Rentenreform von Konrad Adenauer 1957 bekämpft hat. Und hier in dem Buch, das er geschrieben hat, damals auch 1957, Wohlstand für alle, für das ich jetzt keine Werbung machen will, in diesem Buch Wohlstand für alle begründet er, warum er gegen die Rentenreform ist. Er sagt, wenn die Renten steigen mit den Löhnen und die Rentnerinnen und Rentner gewissermaßen teilhaben an der steigenden Arbeitsproduktivität, am Wirtschaftswachstum und am steigenden Wohlstand der Gesellschaft, dann führt das zu inflationären Tendenzen. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Konrad Adenauer hat sich durchgesetzt gegenüber Ludwig Erhard mit der Rentenreform. Und die CDU hat den Not
eingefahren dafür. Nämlich im September 1957 das einzige Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine absolute Mehrheit erreicht, aufgrund dieser Rentenreform, bei der auch nicht alles Gold war, war glänzte, aber die zumindest die schreckliche Altersarmut damals ein ganzes Stück weit verringert hat, die ich in der Kindheit noch erlebt habe, dass alte Frauen auf Trümmergrundstücken 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges in feuchten Kellern auf Trümmergrundstücken wohnten und wohnten kann man es eigentlich gar nicht nennen, hausten, dahin vegetierten und Brennholz sammelten und Kinder können manchmal sehr brutal sein. Ich erinnere mich, das ist meine erste Erfahrung, wenn mich mal jemand fragt, die erste Erfahrung von Armut, der Armutsforscher mit dem Etikett aufgeklebt. Das war diese Frauen, die haben wir als Kinder als Hexen bezeichnet und haben sie mit Steinen geworfen. Das war Altersarmut nach dem Zweiten Weltkrieg und ich hoffe, dass wir nicht dem Beispiel Griechenlands folgen, diese Armut jemals wieder erleben. Mit sozialer Marktwirtschaft hat das nichts zu tun und ich denke, man kann den Kapitalismus auch nicht dazu machen. In der Debatte um die Krise ist ja ganz spürbar oder eben bemerkbar, dass versucht wird, das Ganze, also diese Krise des Kapitalismus zu reduzieren auf sozusagen die Gier der Banker oder sozusagen, wenn man schon sehr weitgehend ist, auf Finanzmarktkapitalismus, aber dass man so das immer den Versuch gibt, sozusagen den Kapitalismus davor irgendwie zu schützen oder das irgendwie auch formal abzutrennen. Katja, also wir als Linke, denke ich, bemühen uns schon immer wieder auch herauszuarbeiten, dass das einen Charakter auch einer Systemkrise eben hat, die weitergehend ist. Wie würdest du auf die Frage antworten? Also lassen sich Finanzmarktkapitalismus und Kapitalismus voneinander abtrennen? Bedingen sie sich gegenseitig? Und wie würdest du eben auf die Frage antworten, wie viel Demokratie verträgt der Kapitalismus? Ja, du hast angeführt, es wird sehr gerne in Sonntagsreden die Gier einzelner Banker gegeißelt. Und dabei wird natürlich der Eindruck erweckt, wenn die sich nur alle hübsch und nett verhalten hätten, hätten wir die Krise so nicht. Wir sind ja gerade ein bisschen beim Product Placement, deswegen bin ich mal so frei und verweise auf ein Magazin, was ich herausgebe, Franka Frühling, der hat Mandat in der aktuellen Ausgabe 10 Ratschläge für die Besitzlosen geschrieben und er meint damit nicht, die keine Jacken haben, sondern natürlich in einer Klassendimension. Und er sagt, die gute alte Frage, wem nützt was, sollte man immer mal wieder stellen. Und ich finde auch, wenn so über die Gier und die moralischen Verfehlungen von einzelnen Bankern geredet wird, sollte man immer mal wieder fragen, wem nützt das, dass so viel darüber geredet wird. Es ist auch ein perfektes Ablenkungsmanöver von den systemischen Ursachen. Und auf die müssen wir hinweisen. Und ich finde... über die Gier Einzelner von Politikern schon deswegen so verlogen, weil Politik hätte die Instrumente, etwas dagegen zu tun. Also wir könnten doch unsere Steuern so ausgestalten, dass man sagt, ab irgendeinem Einkommen lohnt es sich überhaupt nicht mehr, was hinzuzuverdienen. Wir hätten die Möglichkeit, gesetzlich, ich habe das mal ins Gespräch gebracht, über eine Art Höchstlohn zu diskutieren. Ja, was meint ihr denn, was da los war? Und ich finde, man kann es ja mal ganz konkret machen, ich schlage das immer vor. Also es wird ja viel von Leistung geredet. Ich teile diesen klassischen Leistungsbegriff nicht, weil der heißt ja immer nur, wer viel Profit erwirtschaftet, leistet was. Es gibt ja viele Formen von Profit zu erwirtschaften, die überhaupt keine Leistung sind, sondern eher Schaden an der Gesellschaft anrichten. Aber man kann doch mal, ich versuche mich mal in die Logik der Leistungsgerechtigkeit hineinzubegeben. Niemand kann mir erklären, dass in einem Unternehmen ein Manager mehr als das 20-fache von einer einfachen Facharbeiterin leistet. Das kann mir niemand mit Leistungsgerechtigkeit erklären. Und deswegen finde ich, wir sollten einführen in den Unternehmen, dass es eine Regel gibt, das oberste Gehalt darf nicht mehr als das 20. des untersten Gehalts betragen. Und wenn ein Manager meint, er leistet so viel, ist so unverzichtbar, dass er dringend mit einer 500.000 netto am Ende nach Hause gehen muss, dann muss er dafür sorgen, dass auch die Putzkraft in seinem Büro mindestens 25.000 bekommt. Wir haben jetzt viel über den Begriff Krise gesprochen. Ich finde ja da den SDS-Slogan so charmant. Eine Krise kann mir jeder.
Kindermann haben, was mir zu schaffen macht, ist der Alltag. Und der deutet ja ein bisschen auf ein Problem hin, dass es nicht nur um die jetzt mal deutlich gewordenen einzelnen Probleme von Banken ein Problem sind, sondern wir haben, und das ist dem Kapitalismus innewohnt, finde ich, eine multiple Krise. Also die Welt, alles sind, und die Medien sind aufgeregt, wenn Banken ins Strudeln kommen, so. Wenn unser Ökosystem ins Strudeln kommt, das nimmt man einfach hin und macht munter weiter. Wenn die Krise, wenn die Demokratie in eine Krise kommt und wir eine Wende hin zum autoritären Europäischen Union haben, das wird ja auch weitgehend hingenommen von wenigen glücklichen Ausnahmen, die heute hier abgesehen. Oder wenn wir eine Krise des sozialen Zusammenhalts haben, eine Krise der sozialen Reproduktion, das wird ja auch einfach. Und deswegen finde ich es mir gut beraten zu sagen, was uns Sorge macht, ist nicht einfach, wenn meine Bank ins Strudeln kommt, sondern was uns Sorge macht, ist, wenn diese Gesellschaft, wenn die Natur, wo die Hunde kommt, und das ist ganz eng verbunden mit dem kapitalistischen, der kapitalistischen Wirtschaftsweise innewohnten Druck zu Profit und zu Wachstum. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir über Ökologie reden, dass wir ganz klar sagen, die Öko-Frage angehen heißt immer auch mit dem kapitalistischen Profitstreben brechen, mit dem permanenten Wachstumszwang, dem immer mehr zu brechen. Ich finde das nicht schlimm, wenn wir auf einer analytischen Ebene unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Erscheinungsformen des Kapitalismus, zum Beispiel den Finanzmarktkapitalismus. Man kann aber sagen, in den unterschiedlichen kapitalistischen Erscheinungsformen gibt es eine Tendenz, die allen innewohnt, nämlich die Tendenz zur Landverarmung, wie es Habermas beschrieben hat. Immer weitere Bereiche müssen kolonialisiert, müssen der ökonomischen Profitlogik unterworfen werden. Und hier ist Widerstand gefragt. André Gurz hat das sehr schön formuliert und hat gesagt, wir müssen die Bereiche, die sich nach reinen Profitlogik unterziehen, die müssen wir verkleinern, man muss dieses Profitstreben zurückdrängen. Und das heißt eben zum einen ganz klar, wir müssen gegen jede Form von Privatisierung kämpfen. André Gurz, wie ich finde, der eine besonders schöne Form von Kapitalismuskritik hat, weil sich so eine Lebenswelt im anknüpft, sagt aber auch, das hat auch Auswirkungen auf das einzelne Leben. Also wenn wir heute die ökonomisierten Bereiche zurückzutrennen, weil es darauf ankommt, Fluchträume für andere Formen von Leben und Wirtschaften zu schaffen. Und ich bin ganz froh, Christoph und ich, wir haben einen ganz aktuellen Aufruf unterschrieben, der jetzt für europaweit gestartet wird, wo es ganz klar heißt, was wir brauchen. Und ich finde, der Stand der Produktivkraftentwicklung gibt das auch her. Wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung, eine 30-Stunden-Woche. Das gäbe der Stand der Produktivkraftentwicklung auf jeden Fall her. Verschiedene Formen von Arbeitszeitverkürzung. Da ist die Reduzierung der kollektiven Wochenstundenarbeitszahl eine Form, es gibt aber auch sehr individuelle Formen. Also zum Beispiel die Möglichkeit, längere Urlaube zu nehmen, Auszeiten für Bildung zu nehmen. Ich habe jetzt ins Gespräch gebracht, das Recht auf Sabbatis, also auf Auszeiten. Ganz bewusst zu sagen, das ist etwas, was der Gesellschaft und was dem Einzelnen nutzt, als eine Form. Um zu der Grundfrage zurückzukommen, Demokratie und Kapitalismus. Also in der Tat, wir erleben gegenwärtig ich habe das in einem Buch mal beschrieben, einen Ausverkauf von Politik. Und Demokratie zu stärken, kann natürlich auch darin bestehen, Kapitalismus zu kritisieren und zurückzudrängen. Ich finde, es gibt aber noch andere Schritte dazwischen. Und zwar zum einen, da bin ich ganz bei Christoph, die Frage des Sozialen. Wir müssen uns für garantierte soziale Grundrechte stark machen. Und zwar immer unabhängig davon, ob der Einzelne sich eine Profitlogik bewährt hat, unabhängig davon, ob der Einzelne sich auf einem Amt als wirkliche Untertanen bewährt. Demokratie zu stärken heißt aber auch, ins Bildungssystem reinzugehen. Und was wir jetzt erleben, an den Hochschulen wird das ja gerade exemplarisch praktiziert, ist eine Unterwerfung des Bereichs der Wissensproduktion unter kapitalistischen Grundsätzen. Das zurückzudrängen und zu sagen, im Bildungswesen muss nicht erstens das Auswendiglernen und nicht das Drängeln nach Drittmitteln im Vordergrund stehen, sondern in Wissenschaft und Bildung geht es zuallererst um Mündigkeit, Anknüpfen an der großen Idee von Theodor Adorno. Was wir brauchen, ist
sozusagen ein Bildungssystem, was die Menschen in die Lage versetzt, den eigenen Kopf, den eigenen kritischen Verstand zu befähigen. Das ist etwas, was die Demokratie voranbringt. Und es ist auch innerhalb der linken Bewegung, der Gewerkschaftsbewegung, ein altes Wissen, was wir wirklich reaktivieren müssen, nämlich das Wissen, dass eine Demokratie immer nur eine halbe Demokratie ist, wenn sie an den Werkstoren oder an die Bürotüren aufgeht. Und insofern ist die Frage, wie man Wirtschaft demokratisieren kann, wie man die Mitbestimmung ausbauen kann. Aber das heißt eben nicht nur mitzubestimmen, wie hoch ist der Lohn oder wer wird gekündigt, sondern mitzubestimmen, wie sind Arbeitsabläufe, womöglich sogar die Frage zu stellen, nicht nur wie wird produziert, sondern was wird produziert. Muss das immer die Spritschleuder sein oder können wir nicht auf umweltfreundlichere Modelle umsteigen? Das sind auch Formen von Wirtschaftsdemokratisierung, die man voranbringen muss und wo es natürlich auch viel Wehrhaftigkeit braucht. Und insofern finde ich, zu einer Demokratie gehört immer auch eins, nämlich dass es Alternativen gibt. Und ich bin sehr froh, dass es innerhalb von Europa auch oft in der Parteienlandschaft eine Alternative zu dem bisherigen Kurs der EU gibt, nämlich für Europäische Linkspartei. Und wir sind ja hier bei einer Veranstaltung der Fraktion. Ihr dürft deswegen nicht Werbung machen. Wir als Parteivorsitzender seht ihr das sicherlich nach, dass ich sage, die Demokratie stärken heißt auch dafür zu sorgen, dass es überhaupt eine bestimmte Alternative gibt, nämlich bestimmt die Europäische Linkspartei. Christoph hat auf Hayek verwiesen, in der Tat, Kapitalismus braucht Demokratie nicht unbedingt. Das kann man auch wunderbar in China beobachten, also kapitalistische Wirtschaftsweise und ein Parteiensystem vertragen sich dort ganz gut. Wir erleben innerhalb der EU, dass man sehr schnell eine Wende zum Autoritären vollziehen kann. Um das mal zu verdeutlichen, wir haben Genossinnen und Genossen aus dem Europaparlament verdeutlicht oder haben erzählt, dass nachdem aufgefallen ist der Kommission, dass im Europaparlament es ab und zu mal Mehrheiten für mehr soziale Rechte gegeben hat. Mehrheiten gegeben hat, die eher in eine linke Richtung gingen. Auf einmal findet die Kommission Wege, um viel mehr wieder vorbei am EP zu entscheiden. Ja, das zeigt ja auch, in dem Moment, wo jemand unbequem wird, versucht man wieder ihn zu umschiffen. Also in der Tat, wir müssen festhalten, Kapitalismus braucht Demokratie nicht unbedingt. Die gute Nachricht dabei ist, das funktioniert vielleicht auch andersrum. Demokratie braucht also auch die kapitalistische Wirtschaftsweise nicht. Das ist etwas, was mich als bekannte demokratische Sozialistin natürlich sehr freut, weil in der Tat es gibt auch viele Fortschritte, die wir im Rahmen des Kapitalismus erkämpfen müssen. Das ist vollkommen klar, alles andere wäre zynisch. Wir können nicht darauf warten, dass wir diese Wirtschaftsweise abgelöst und ersetzt haben. Insofern kämpfen wir an allen Stellen, wo es darum geht, Studiengebühren abzuschaffen, wie Bayern und Niedersachsen. Ja, kleiner Werbeblock, ihr wisst, ab 17.12. aber in Bayern stimmt die Erbschaft durch Studiengebühren. In Niedersachsen kann man das übrigens auch. Da muss man nur das Kreuz an der richtigen Stelle machen bei den Landtagswahlen am 20. Januar, weil da gibt es eine Partei, die sich ganz klar ausspricht für diese politische Abschaffung der Studiengebühren. Das sind alles Schritte, die wir gehen müssen und für die wir kämpfen müssen. Aber ich denke, es ist wichtig und notwendig, auch im Sinne der Demokratie, dass es zum Kapitalismus Alternativen gibt wie den demokratischen Sozialismus. Danke. Gebracht, sonst wäre der vielleicht noch runtergefallen. Das ist jetzt meine letzte Frage und danach seid ihr dran. Die Frage nochmal an Theodoros. Also für diejenigen, die sozusagen den Generalstreik am 14.11. nur sehr von der Ferne erlebt haben und vielleicht noch etwas unglücklich waren darüber, wie gering der hier sozusagen in der Bundesrepublik ausgefallen ist, also die Solidarität sozusagen dafür. Würde mich einfach noch mal interessieren, wie sozusagen der Tag in Griechenland war, aber insgesamt, wie du es auch einschätzt, welche Perspektiven auch ein Widerstand, sag ich mal, auf der Straße auch hat. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch schwierig ist, über Monate letztendlich einen Widerstand aufrechtzuerhalten, wenn sozusagen
auch wenig gerade Positives erkämpft wird, wenn es einfach sozusagen auch wahrscheinlich wenig Erfolgsmeldungen gibt? Oder würdest du sagen, es gibt eigentlich Erfolge und hättest du Ideen, ja, was der Widerstand jetzt auch konkret vor Ort braucht? Erst ein Wort zur Bank. Zu den Banken. Wisst ihr, als junger Volkswirtschaftler habe ich das nicht begriffen. Und später habe ich das immer und das noch mehr nicht begriffen. Wozu eine Privatbank gut ist. Ich habe das nicht begriffen. Nie. Damals wagte ich es nicht zu fragen in Hörsaal. Nun aber, älter geworden, frage ich das bei Diskussionen direkt. Wirtschaftsprofessoren, tut das mal. Wozu ist eine Privatbank gut? Sie haben sehr gute Argumente, manche sind auch stimmig, dafür, dass eine mittelständige Industrie gut privat sein kann. Sie haben gute und manches daran stimmt auch. Aber eine Bank, frag doch mal einen Professor hier, wozu ist das gut? Was macht sie eigentlich? Was für Innovationen bringt sie? In der Spekulation. Nichts anderes. Und deswegen meine ich, dass unsere Forderung, Banken unter öffentliche Kontrolle zu bringen, heißt, öffentlich zu machen. Heißt, das Eigentum öffentlich machen, aber auch die Banken öffentlich machen. Durchsichtig. Dass das eine sehr wichtige Forderung ist, die auch alle Menschen verstehen. Nunmehr. Aber, und noch ein zweiter Punkt zur Demokratie. Ich bin nicht so sicher, dass der Kapitalismus eine Demokratie nicht braucht. Weil er hat keine andere Möglichkeit, sich zu rechtfertigen, als zu sagen, er hat gemacht. Und deshalb, er hat auch keine andere Möglichkeit, seine inneren Gegensätze zu glätten, als im demokratischen oder im öffentlichen oder im parlamentarischen Prozess. Das Problem ist, sein großes Problem dabei ist, dass er mit der Demokratie die Präsenz der Menschen in Kauf nehmen muss. Und da ist der Konflikt. Und da, natürlich, dann beschränkt er die Demokratie und schafft sie auch. Aber das ist auch Ursache einer Krise für den Kapitalismus. Die Abschaffung der Demokratie oder die Einschränkung der Demokratie, die verschärft die Krise, hilft nichts. Weil die Menschen ja inzwischen da sind und die Rechtfertigung gegeben werden muss und die inneren Auseinandersetzungen auch irgendwie friedlich getragen werden müssen. Das stimmt. Die Tendenz geht dahin, die Demokratie abzuschaffen. Die Demokratie einzuschränken, die Demokratie abzuschaffen. Und manchmal auch abzuschaffen, wenn es Not tut. Das ist ein Ausnahmestaat zu bilden. Aber das macht die Krise tiefer. Und da haben wir ein Wort mitzureden. Das deswegen. Und jetzt komme ich zu der Frage, die aber damit zusammenhängt. Du sprachst von dem Generalstreik. In Griechenland lief das nicht. Weil wir in Griechenland inzwischen aus zwei verschiedenen Ursachen praktisch keine Gewerkschaftsbewegung. Wir haben keine geklärte Gewerkschaft. Der eine Grund ist, dass vor allem die sozialistischen Gewerkschafter, die sozialistischen führenden Gewerkschafter, sich in der Vergangenheit immer mehr der Parteipolitik angepasst haben und staatstreue Gewerkschaften gebildet haben. Und der andere Grund ist, dass während der Krise mit den wirtschaftspolitischen und einkommenspolitischen Maßnahmen und den lohnpolitischen Maßnahmen die Funktion der Gewerkschaft geschwächt worden ist. Das heißt, wenn Tarifverträge nicht verbindlich sind, dann ist die Gewerkschaft sofort geschwächt. Nachdem unter sehr großem Druck hat die Führung des Gewerkschaftsverbandes in Griechenland zu einem dreistündigen Arbeitsintervall. Allerdings war die Kundgebung sehr groß. Das Problem, das wir in der Gewerkschaftsbewegung haben, ist,
dass wir den Menschen nicht leicht erklären können, dass es auch andere Möglichkeiten der Gewerkschaftsarbeit gibt. Dass es, dass Gewerkschaften nicht unbedingt korrupte Menschen sind, die auf die eigene Karriere, ist ja auch die eigene Karriere abziehen. Das ist schwierig, weil sie eklatante andere Beispiele haben. Wir versuchen das. Und ich muss sagen, dass teilweise mit ehemaligen Mitgliedern der Sozialistischen Partei, Gewerkschaften, mit Genossinnen und Genossen von der linksradikalen Szene, wie man das sagt, oder von der Anarchisten-Szene, es Versuche gibt und Initiativen gibt, um die Gewerkschaftsbewegung wieder da, wo sie erlahmt ist, wieder in Gang zu bringen, da, wo sie zerstört ist, wieder aufzubauen. Aber wer von euch, der Gewerkschaftsarbeit geleistet hat, mal versteht, was das heißt, von einer strukturierten Organisation wegzukommen, weil es die nicht mehr geht. Und versuchen, mit aktiven Gewerkschaftern und Gewerkschaftern im Betrieb was Neues aufzubauen. Das ist eine sehr schwierige Sache. Aber ich würde das keinem wünschen, in einem Land zu leben, wo es praktisch keine strukturierte Gewerkschaft gibt. Wie sie auch sein mag. Ich weiß, dass viele von euch Kritik an den Deutschen Gewerkschaftsbund und an die Partei. Aber wie gesagt, das ist eine solche, so wertvolle Errungenschaft, dass es eine gegliederte Gewerkschaft ist, dass man dafür sehr viel in Kauf nehmen muss. Nun, was andere Formen des Widerstandes gibt. Nach meiner Meinung das Hoffnungsvollste ist, dass Menschen in Städten, hauptsächlich in Städten, auf der Provinz, auf dem Land, weniger, weil die Menschen auf dem Land ja die Krise nicht so sehr spüren, sich dazu aufraffen, Solidargemeinschaften zu bilden. Das heißt, dass Ärzte, Lehrer, Rechtsanwälte, Psychologen unentgeltlich arbeiten, nach ihrer Arbeit hingehen und mit den Menschen was tun. Und dass diese sogenannten Solidaritätshäuser gebildet werden, in denen früher am Anfang, als ich anfing, so Ende 2009, fast nur Migranten und Migranten, weil sie ja ärmsten. Nun ist das einmal, das sind die Hälfte wegen. Und dass diese Häuser selbstverwaltet, das ist, und nicht nur von den Ärzten und den Rechtsanwälten, sondern auch von den Patienten und den Klienten verwaltet werden, dass sie auch etwas, dass sie dazu beitragen, dass diese funktionieren, dass sie auch freiwillige Arbeit leisten, hingehen und das Haus und das Haus in Gang zu bringen. Was schwierig für uns ist den Menschen zu erklären, dass all diese Sachen, diese sehr hoffnungsvollen Sachen, delegieren dann die Aufgabe. Dann macht das mal. Das geht. Das können wir. Wir können vielleicht eine starke Parlamentsposition haben. Wir können auch vielleicht mehr Parlament bringen. Aber wir können nicht das verändern, was verändert werden muss, ohne die Menschen. Unser Vorsitzender sagte im letzten Wahlkampf, wir wollen die Macht mit den Menschen auf der Straße. Das heißt nicht, dass die Menschen da rumlaufen sollen und auf Kapitalisten rumdrücken. Das heißt aber, dass sie die Sache in die Hand nehmen. Darüber können wir vielleicht in der Diskussion weitergehen.
Vielen Dank auf jeden Fall mal an die erste Runde. Ich habe jetzt so ein bisschen zeitmäßig auf die Tube gedrückt. Die Leute haben alle viel zu sagen, aber ich wollte ja irgendwie euch auch noch mal die Chance geben, ein paar Fragen zu stellen, Kritik zu üben, eigene Beiträge zu machen. Bitte meldet euch, wer dann eigentlich genau. Das heißt, wir würden vor allem jetzt diejenigen, die auch vielleicht speziell an Katja Fragen haben, vorziehen wollen, damit Katja auf jeden Fall nochmal antworten kann, bevor sie geht. Ja, wenn die Geliebte gewählt werden möchte, sollte sie verlangen, dass sie 50, wer zur Wahl geht, so 50. Sagen, damit beide Seiten halbwegs vielleicht kommen. Meine Frage ist, was für eine Rolle spielt der Euro? Er profitiert eigentlich vom Euro, er verliert durch den Euro. Es wird ja auch in Griechenland in der Linken diskutiert, hat es überhaupt Sinn, im Euro zu bleiben oder gehen wir besser raus? Es ist eine umstrittene Frage in der griechischen Linken. Was hätte das für Konsequenzen politisch, wirtschaftlich und auch gesellschaftlich? Was? Ja, das war's. Aber jetzt einfach ein paar Fragen und dann, genau, dann gibt es im Blog Antworten und Statements. Okay. Hallo, ich bin Anne. Ich war in Portugal gewesen am 14. November und habe dort den Generalstreik miterlebt. Und ich fand es unglaublich beeindruckend, wie die Menschen sich dort engagieren. Ich finde, dass wir das viel mehr brauchen, eine Diskussion darüber. Zum einen, wie können wir hier Widerstand auch organisieren? Neben der ganzen Frage natürlich von Solidarität, aber ich glaube, dass auch die Gewerkschaften auch in Deutschland eine ganz andere Verantwortung haben, nicht nur Solidarität zu organisieren mit Griechenland, also es ist natürlich super, wenn wir irgendwie Gelder sammeln und irgendwie die Krankenhäuser haufen, aber wir müssen eigentlich in unseren eigenen Krankenhäusern organisieren. Wir müssen eigentlich in unseren eigenen Krankenhäusern den Leuten sagen, seht ihr, wie das aussieht, wenn die Leute, die Krebs haben, beispielsweise keine Medikamente mehr kriegen. Und das eigentlich, das müsste Solidarität einerseits hervorrufen, aber andererseits ist es eine Vorbereitung. Weil das, was in Griechenland passiert, in anderen Ländern wird hierher kommen. Wir müssen uns also auch vorbereiten zu dem, was passiert. Das heißt, nächster 14. November wird auf jeden Fall kommen. Der wird dann hoffentlich 14. März oder irgendwie so heißen. Aber der muss kommen. Und der muss nächstes Mal ganz anders vorbereitet werden. Also die internationale europäische Solidarität, die spielt eine total entscheidende Rolle. Also für die Menschen in Portugal war das total brennend wichtig gewesen. Das wussten, sie stehen da nicht alleine. Und das hat bestimmt noch mal 100.000 mehr auf die Straßen und an die Streikposten geholt. Und ich glaube, das ist wichtig, also dass da die Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielen, nicht nur einen Aktionstag nach dem anderen vorzuschlagen, sondern ein Programm vorzuschlagen. Also es kann sein, dass man sagt, als nächstes, also vor allem in Portugal, in 48-stündigen Generalstreik, um die Regierung runterzustürzen. Ja? Das ist eine Forderung, die da in der Bevölkerung breit diskutiert wird. Dafür müssen wir aber die und die Diskussion beispielsweise führen. Dann als nächstes müssen wir diskutieren, wie wir das beispielsweise, ob wir Betriebe besetzen, ob wir Ministerien, was es in Griechenland gegeben hat, ob wir sowas besetzen. Also eine Eskalationsstrategie muss von den Gewerkschaften, die muss vorgeschlagen werden, die muss aber auch in den Betrieben demokratisch diskutiert werden. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, die Linken haben eine unglaubliche Verantwortung, ein politisches Programm vorzuschlagen. Das politische Programm muss europaweit vorgeschlagen werden und das darf sich nicht auf die Regulation des Finanzmarkts beziehen. Ich finde, das hört noch viel zu viel. Ja, also wer, was weiß ich, ob man Eurobonds macht oder so, das wird nichts lösen. Ich komme gleich zum Ende, sondern die Linken müssen eine antikapitalistische, sozialistische Strategie wirklich vorschlagen. Und dazu gehört natürlich die Verstaatlichung der Banken, dazu gehört aber auch die demokratische Kontrolle und so weiter. Und auf jeden Fall eine solidarische sozialistische Strategie für das Ganze. Ja, also meine Frage an Katja, unsere Parteivorsitzende, meine Jugend. Meine auch! Ich fand, dass das Theodoros einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen hat, dass wir nicht für die Menschen als Partei irgendwie was bewegen können ohne die Menschen. Und ich finde, unsere Wahlkämpfe sind aber, also nicht nur unsere, sondern Wahlkämpfe allgemein in diesem Land sind wirklich sehr auf diesen Aspekt ausgerichtet. Wählt uns und wir bringen es für euch in Ordnung. Wir haben im Bundestagswahlkampf. Hast du eine Idee oder einen Gedanken, gibt es da schon Konzepte, wie die Linke sich da aufstellen kann, um das zu vermeiden? Haben wir überhaupt wirklich den Willen, zusammen mit den Menschen was zu machen oder geht es doch bloß ans Regieren? Ich habe eine Frage.
Hallo, ich bin Anders für aktiv in einem Studierendenverband der WKSDS. Was mich so als Politikstudent interessieren würde, also ich habe das ja oft erlebt, dass sozusagen in den Hörsälen dann immer wieder gesagt wurde, die EU sei irgendwie ein progressives Projekt, wo also ganz, ganz viele tolle Dinge passieren, wie Frieden und Demokratie. Das wurde immer wieder gesagt und wir hatten ja zum Beispiel jetzt mit dem Friedensnobelpreis an der EU nochmal quasi so ein i-Tüpfelchen drauf. Und jetzt merke ich auch, dass es in der linken Debatten darüber gibt, was die EU ist. Wir haben gerade von den Genossen aus Griechenland gehört, wie schlimm die EU eigentlich dort die Kürzungsdiktate durchsetzt und im Prinzip überhaupt auf keine demokratischen Spielregeln mehr achtet. Auf der anderen Seite habe ich heute in einem Seminar auf dem Kongress heute Nachmittag gelernt, dass 34% aller Rüstungsexporte aus der EU stammen, dann vor allem in so Demokratien wie Saudi-Arabien oder Katar. Meine Frage ist so ein bisschen, also wie schätzt ihr das ein auf dem Podium? Ist die EU eigentlich reformierbar? Ich würde halt eher sagen, naja, wenn man sich die Geschichte anschaut, war es doch eigentlich eher ein Projekt, was von Banken, von Konzernen vor allem sozusagen gegründet wurde, um halt die Interessen durchzusetzen. Und ich finde die Frage, die ist jetzt gerade auch für die Linke sehr spannend, weil es ja auch da sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze zu gibt. Da würde ich vielleicht nochmal Katja dran mit einer Stellungnahme. Eine Frage an Theodorus, was ich nicht verstanden habe. Du hast ganz zu Anfang deines Beitrags gesagt, mit verantwortlichem Parlament sind die zwei Parteien und was mir jetzt gefehlt hat, war die DEMA, ob du dazu was sagen kannst. Du hast von zwei Parteien gesprochen, PASOK und Neodemokratie, aber du hast die DEMA nicht erwähnt. Das hat mich irgendwie gewundert, das ist die Demokratische Linke, die in der Koalition ist. Ja. Also das eine. Das andere war eben auch, dass ich ergänzen wollte an den Beitrag hier, der vor mir war, eben zu der Frage der EU, die bereits gestellt war. Er hat ja zum Euro gefragt, meine zur EU. Und das dritte ist jetzt nur eine Anmerkung, dass ich jetzt fand, dass du am Schluss ein bisschen arg jetzt so übergewichtig bist über die Gewerkschaften, ohne zu differenzieren. Also erstens mal in Griechenland die meisten Generalstreiks in den letzten Jahren gehabt, ja. Die größere Beteiligung hatte. Der 14. November hat mich jetzt nicht verwundert, dass es nur die 3-Stunden-Streik war, weil es war ja ein Generalstreik am 4. November. Das darf man ja nicht vergessen. Und am 17. November war natürlich traditionell vom 17. November, aber dieses Jahr so viele Menschen auf der Straße in Athen, also 120.000, die demonstriert haben und die auch dann gleich noch erkannt haben, es geht noch mehr, es war ein Krieg in Gaza, also gehen wir auch gleich noch für die israelische Botschaft. Also ich denke, man sollte da ein bisschen differenzieren und viele Streiks, also ohne dass ich jetzt eine Anhängerin der KKE bin, aber viele Streiks werden natürlich auch getragen von der Parma-Gewerkschaft. Die kann ich ja jetzt nicht einfach nur unter einen aufwischen. Ja, also das hätte ich gerne ein bisschen differenziert. Okay, das wäre es doch. Ja, es gab den klaren Ruf, dass wir uns für die Gesellschaftung von Banken stark machen sollen und dann zu viel über Eurobonds reden. Also zugegebenermaßen, ich finde auch, die Debatte um Eurobonds, der sechste Punkt dieser Debatte hält sich in Grenzen. Ja. Ich glaube bloß, wenn du, also ich halte es falsch, das gegeneinander auszuspielen, weil natürlich sind wir gefragt, auch immer wieder deutlich zu machen in der gegenwärtigen Situation, das ist der Weg der Sparkassen und ist der eigentlich viel sicherer ist als der Weg der Privatbanken und der Spekulation. Aber einfach vorauszusetzen, dass eine Bank, nur weil sie zum Beispiel Staatseigentum ist, weniger an den globalen Finanzcasinos sich beteiligt, das funktioniert so nicht. Also ich komme aus Sachsen, da gab es eine sächsische Landesbank, die hat aber sowas am Finanzcasino mitgespielt, wo da rauscht es dir in den Ohren. Also insofern finde ich, müssen wir immer einen Schritt weiter gehen und sagen, wir wollen eine Vergesellschaftung der Banken und wir wollen sie eben, weil sie einen anderen Kurs machen. Und Ratingagenturen, das ist jetzt vielleicht nicht das Wort, mit dem du Marktplätze begeistern kannst, wenn du deren Politik kritisierst. Aber an dem Agieren der Ratingagenturen kann man sehr genau sehen, wie weit wir beim Ausverkauf der Demokratie kommen. Das sind das nämlich irgendwelche Institutionen, die hat niemand gewählt, die sind von niemandem legitimiert. Und die stellen sich hin, wie früher übrigens bei den Gladiatorenkämpfen, und machen so oder so und entscheiden dann, wie das Schicksal ganzer Volkswirtschaft und der ganzen Bevölkerung. Und insofern muss man auch das Wesen von der Bevölkerung produzieren. Den Appell nicht ohne Menschen, das hat mich sehr offen ganz gesprochen, weil ich finde es sowieso immer schwierig, wenn zum Beispiel im Bundestag Leute sagen, ja, also unsere Menschen wollen das oder das.
In der Regel ist das sehr verschieden, was die Menschen wollen. Ich glaube, eine Politik, die allein auf paternalistische Stellvertretungspolitik setzt, ist nicht wirklich eine Politik, die Gesellschaft nachhaltig verändert. Um das konkreter zu machen, ich habe zum Beispiel, als die Linke im Bundestag das Thema weg mit den Hartz-IV-Sanktionen, weg mit dem Hartz-IV-Sanktionssystem angesprochen hat, und da können bloß linke Abgeordnete stellvertretend was im Bundestag reden. Mir war es aber wichtig, dass die Menschen, die in ihrem Leben, in ihrem Alltag mit dem Hartz-IV-Sanktionssystem zu tun haben, selber zu Wort kommen. Deswegen habe ich im Vorfeld 7 kleine Filme gedreht, wo ich mich mit Leuten unterhalten habe, vom Sozialanwalt und Gewerkschafter bis hin zu erwerbslosen Aktivisten, die halt deutlich gemacht haben, was bedeutet für sie das Leben mit den Hartz-IV-Sanktionen. Und auch finde, das ist eine Aufgabe, die eine Partei immer hat, die Ressourcen, den Zugang zur Öffentlichkeit, den Sie haben, auch Aktivisten selbstbestimmten Politik zur Verfügung zu stellen. Und nun zu der Gretchenfrage, wie lässt sich mit der Europäischen Union? Naja, ich würde mal unterscheiden zwischen der real existierenden Europäischen Union und der Idee Europa. Also ich meine, Europa könnte doch als Kraft des Fortschritts für die Bewegung von Rassismus stehen. Europa könnte tatsächlich für friedliche Außenpolitik stehen. Europa könnte dafür stehen, dass soziale Grundrechte nicht nur Theorie sind, sondern europaweit realisiert werden. Das Problem ist nur, das ärgert mich an der EU, dass ich all diese Sätze im Kontext spreche. Weil die wirkliche EU da hat. Das heißt aber nicht, dass wir in unserer Kritik der EU jetzt auf einmal europakritisch werden dürfen. Denn der Rückfall in den Nationalstaat, das ist nicht nur reaktionär, sondern, Entschuldigung, das ist auch Antimacht, das ist unmarxistisch. Also wenn Sie für dann kann ich doch immer anfangen, in den Klintum-Bereich Nationalstaat im Staat zurückzufallen. Und insofern werbe ich dafür, dass wir als Linke sagen, wir finden das sehr eigenartig, dass die EU, so wie sie jetzt aufgestellt ist, den Friedensnobelpreis bekommen hat. Wir streiten für eine EU, in der Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Frieden Realität werden. Wir streiten für eine EU, wo man sich nicht fremdschämen muss, wenn sie den Friedensnobelpreis erhält. Vielleicht, ich muss weg, ich habe noch eine nächtliche Verabredung mit meiner Tochter. Und die Verbindungen sind halt so, wie sie sind zwischen Köln und Berlin. Ich habe immer, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, so ein Formular mit, weil fast in jeder Veranstaltung meldet sich jemand und beschwert sich und sagt, die Linke hätte doch mal das und das machen müssen, warum habt ihr nicht schon das und das gemacht? Und da ich es immer doof finde, zu erklären, warum ich zu einer Sache nicht gekommen bin, vor lauter Stress, habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, zu antworten, super Idee, bist du eigentlich schon Mitglied, um das voranzubringen? Und für den Fall, dass jemand eine gute Idee hat und noch nicht Mitglied ist, um das in der Partei voranzubringen, vergebe ich jetzt mal dieses wertvolle Formular an Nicole. Also eins ist auf jeden Fall vorhanden, was man sich hier abholen kann. Und vielleicht abschließend, Theodoros hat einen ganz zentralen Satz heute gesagt, er hat uns die Aufgabe gegeben, werden stärker. Und ob aus Eigennutz oder aus Verantwortung gegenüber der Geschichte, das ist gleich, das Ergebnis stimmt auf jeden Fall. Es ist Weihnachtszeit, die beginnt jetzt, da sollte man sich manchmal auch selber ein Geschenk machen. Insofern kann ich nur sagen, das beste Geschenk, was man sich machen kann, ist sich politisch einzubringen beim SDS oder auch bei der Linken. Erst wer noch nicht Mitglied ist, kann das werden. Und ein gutes Geschenk, was man sich machen kann, ist sich jetzt schon vorzubereiten. Im Frühjahr wird es wieder Proteste geben von Blockupy, um mitzumachen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Sache. Danke. Ich würde jetzt trotzdem, bevor wir hier in die große Antwortrunde gehen, einfach noch mehr Fragen und Beiträge irgendwie zulassen wollen. Genau, damit, ich sehe schon, das Sitzfleisch ist nämlich erheblich strapaziert und ich danke euch für eure Geduld und auch hier in diesem, genau. Vor allem an diejenigen, die immer noch stehen, das finde ich wirklich beachtlich. Ich wollte auf einen Aspekt noch hinweisen, den wir meiner Meinung nach viel breiter aus noch deutlich machen müssen. Dass ich den Eindruck habe, wenn ich Tagesschau, Tagesthemen gucke, dass die griechische Politik
die wird nicht mehr in Athen gemacht, die wird in Berlin gemacht, die wird in Brüssel gemacht. Ja, und die griechische Regierung kommt mir, habe ich den an, die hat eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Die werden zu Befehlsempfängern von Merkel und Co., respektive von der EU-Kommission und diesen berühmt-berüchtigten Troika herabgestuft. Und das von einer Organisation, die noch für sich in Anspruch nimmt, demokratisch zu sein. Ich denke, das sollten wir noch viel mehr rausmachen. Rausarbeiten, deutlich machen, was das eigentlich für ein koloniales Geschäft ist, da in unserer Regierung. Da ist. Hallo? Ja, okay. Ja, ich weiß jetzt ganz ehrlich gesagt gar nicht, was man eigentlich alles zuerst abarbeiten soll. Ja. Okay, machen wir es. Was zu den Schuldrechtsproblemen für Es fällt ja auch darum, wie man die breite Masse der Menschen erreicht. Und in der aktuellen Situation ist es ja so, dass unsere Massenmedien größtenteils ja neoliberal Sitztum sind und entsprechend auch praktisch mehr oder weniger als Verlautbarungsorgane der Wirtschaft und auch der Politik agieren. Meiner Ansicht nach wäre es auch sehr, sehr wichtig, oder wenn die Möglichkeit besteht, dass sich auf europäischer Ebene die Linken, aber auch nicht nur Linken, aber auch andere soziale Bewegungen zusammenschließen und vielleicht versuchen, einen unabhängigen Fernsehsender zu gründen und damit die Menschen zu erreichen, zu vernünftigen Zeit, wo Leute, auch Arbeitnehmer und vor allen Dingen auch Leute, die mehrere Jobs haben müssen, das schauen können. Denn aktuell ist es ja so, dass im Grunde eine gezielte Desinformation läuft und viele Menschen, viele, die es betrifft, gar nicht sich ordentlich informieren können, sondern eben nur das von dem, was ihnen vorgegeben wird. Das ist eine. Und dann wollte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, auf Lutsche D. Wolf, der ein Buch geschrieben hat, Democracy at Work, wo es darum geht, dass Demokratie in den Unternehmen anfängt. Das heißt also, dass man versuchen soll, möglichst viele Unternehmen zu gründen, die eben auch praktisch, wo die Arbeitnehmer selbst auch Besitzer der Unternehmen sind und mitbestimmen. Und auf diesem Wege dann eben auch versuchen, Demokratie von unten weit voranzutreiben. Dankeschön. Hallo, danke, mein Name ist Kürtler, ich bin jetzt 37 und ich bin seit 10 Jahren in Europa, in Deutschland. Ich kam als Asylant von Sri Lanka nach Deutschland. Ich möchte einige Sachen, einige Fragen an Podium und an diese Jungen, die ich hier stellen oder aufgrenzen mache. Also, ich kam nach 2000 nach Euro, also ich kannte die Ideen gar nicht, wusste ich gar nicht. Und es werden es gibt einige Leute, die sehr stark von dieser Krise oder so einer Krise und von diesem Wachstum von Europa getroffen sind. Zum Beispiel die Sinti in Roma, zum Beispiel, wie die immer noch verfolgt worden in Europa, zum Beispiel in Italien, in Frankreich ist zum Beispiel
Das kann man eigentlich nicht als Demokratie bezeichnen. In Rumänien gehen die reichen Firmen aus Europa und gründen da und zocken die Leute für 1 Euro, 2 Euro ab und produzieren Autoteile, Autos und verkaufen die weiter in Europa. Die Leute verkaufen, kaufen das auch. Die Leute denken nicht nach. Diese Haltung von Bevölkerung wollte diese Meinung ändern. Die können einfach nicht leider von anderen Leuten hier leben. Und gleichzeitig sagen, dass die Roma auch, die bauen Scheiße und die sind Kriminelle, die müssen raus. Warum sind die Leute arm geworden? Weil die von anderen reichen Ländern abgesorgt werden. Und ich habe zum Beispiel 4 Jahre lang für 3 Euro Aktien gearbeitet bei einer Leihfirma für einen Aktien. Und da gleichzeitig kam die Krise und ich stand in der Zeitung, die Ausländer bezogen Hartz IV und die sind faul, zum Arbeiten zu gehen. Ich habe das morgen früh gelesen, als ich von der Praxis kam. Die Leute denken gar nicht, warum sind die Leute hier da? Warum kamen die Migranten nach Europa oder nach Deutschland? In meinem Land wurde die Tamilen verfolgt und mit den Waffen, was von Europa verkauft wird, zum Beispiel England oder die anderen Länder, die heimlich die Waffen da verkaufen. Dieser demokratische Europa hat 2006 einen Friedensprozess zwischen der Regierung und den Tamilischen Rebellen zerstört, damit die Rebellen als Terroristen eingeschüttet haben, sind damit in den Krieg mit den Waffen von Europa und Amerika, starben 150.000 Leute. Eine Frage ist, sollte in Europa auf Leichen von solchen Leuten und Leiden von solchen tausenden Leuten entstehen? Mich einschreiben. Genau, weil erstens müssen wir auch den Leuten hier nochmal eine Chance geben zu antworten. Zweitens würde ich gerne dazu bitten, so ein bisschen auch doch auf die Fragestellungen, die hier vorne angesprochen worden sind, immer wieder Bezug zu nehmen, sonst wird es ein bisschen schwierig, weil wir das Thema maßlos ausdehnen. Und drittens, letzter Hinweis, wir versuchen uns auch immer, im gleichen Anteil Frauen dran zu nehmen. Und wenn man irgendwann sieht, es melden sich nur noch Männer, dann würde ich vielleicht an der Stelle auch mal einen kurzen Break machen, beziehungsweise Frauen werden dann natürlich bevorzugt drangenommen. Also nicht wundern, wenn ihr euch als Mann schon sehr lange gemeldet habt. Bin ich jetzt? Ja. Ja, ich bin so klein, ich stehe einfach mal an. Ich bin wahrscheinlich der einzige dieser berühmten Jusos, die noch links sind und die so ein bisschen, die nicht erzählen, dass Peer Steinbrück toll ist, sondern die erzählen, dass Peer Steinbrück ein Arschloch ist. Vielleicht warte ich ja auch so dazu, wenn der Bundeskanzler werden sollte, der Anwalt von Angela Merkel, dass ich dann ausdrücklich warte. So, mal schauen. Ich habe eine konkrete Frage. Ich studiere neben Medizinökonomie mittlerweile Sozialwissenschaften an der Uni Köln. Und mal davon abgesehen, dass an der Uni Köln eher konservativ unterrichtet wird und eher weniger linkskritisch, das ist ja leider eher selten der Fall. Jedes Jahr gibt es, also alle 4 Jahre mindestens, gibt es einen Armutsbericht. Jedes Mal wird erzählt, die Schere von Arm und Reich geht auseinander. Jedes Mal wird erzählt, wenn wir so weitermachen, ist das Spiel langsam vorbei. Und ich finde es so lustig, wenn Christoph Butterwege im Fernsehen sitzt und dann wird als linker Sozialwissenschaftler oder so betitelt. Und ich finde, ein Sozialwissenschaftler, der kritisch denkt und der die Wahrheit sagt, der ist automatisch links, weil man die Wahrheit nicht leugnen kann. Eine konkrete Frage angesichts der Tatsachen. Also man muss das jetzt nicht jedes Mal durchrechnen oder beschönigen, wie aktuell irgendwie, ob die Schere jetzt 2 Zentimeter höher oder tiefer oder ein bisschen weiter auseinander wird, ist einmal dahingestellt. Warum, obwohl man genau weiß, obwohl die Fakten auf dem Tisch liegen, obwohl man weiß, irgendwann kommt, ich sage mal ein bisschen überspitzt, der Supergau, macht man trotzdem noch so weiter. Das verstehe ich eben nicht. Auch noch. Ja, also die Frage ist ja Kapitalismus und Demokratie.
Und ein guter Test wäre ja zum Beispiel, wenn Griechenland nicht mehr eine konservativ-bürgerliche Regierung dann wäre, sondern eine linke Regierung. Dann könnte man erfahren, was Kapitalisten von Demokratie halten. Und es wäre ja durchaus möglich, dass Syriza zusammen mit anderen linken Kräften da eine Mehrheit bei Wahlen kriegt. Aber meine Frage jetzt auch an den Syriza-Genossen ist eigentlich, was ist denn das Programm jetzt? Was macht man denn, wenn man also eine linke Regierung in Griechenland stellt, dann sein Programm umsetzt, zum Beispiel die Schulden streicht, die Zinsen und nicht mehr bezahlt hat? Und wenn die Kapitalisten sich dann eben nicht als Demokraten zeigen, sondern diktatorisch sagen, wir nehmen Griechenland nicht nur in den Schwitzkasten, wir legen denen jetzt also die Hände um die Gurgel und schmeißen sie mal aus dem Euro raus, wenn sie noch was kaufen wollen, wird der Euro um 70 Cent abgewertet, weil die griechische neue Währung wird abgewertet, oder machen sie mal einen Handelsboykott gegen Griechenland. Also diese Sachen könnten ja real passieren, wenn eine linke Regierung ihr Programm wirklich durchsetzt. Und meine Frage wäre dann schon, was macht man denn dann? Also was für ein Programm hat man denn dann? Weil ich war vor den Wahlen in Griechenland und aus Zypern in Thessaloniki gehört, ja, und er hat viele gute Sachen gesagt, aber er hat nicht den Leuten gesagt, dass man den Kapitalismus abschaffen muss und dass der Kapitalismus unvereinbar ist mit Demokratie. Das hat er nicht gesagt. Ja. Das würde mich jetzt schon mal interessieren, was denn jetzt wirklich das Programm ist, ob man das Programm hat, den Kapitalismus auch abzuschaffen, oder ob man ja irgendwie keine Idee hat, was danach kommen könnte. Schon Menschen auf Antworten. Deswegen genau, fangen wir bei Matthias mal an, der sich nochmal auch zu den Fragen an die Linke äußern kann. Ja, also ich würde mal zu der Frage Stellung nehmen, warum es denn keinen EU-Fernsehsender gibt oder keinen Fernsehsender gibt für linke Positionen. Es gibt einen Versuch, den gibt es allerdings bisher nur im Internet, der heißt www.weltnetz.tv, wenn ich das richtig im Kopf habe, das haben Linke gegründet. Und das ist genau ein Reflex darauf gewesen, dass wir immer sagen können, dass in den Medien viel zu wenig vorkommt und wenn dann auch falsch. Es gibt auch gerade eine aktuelle Untersuchung, die wird immer wieder gemacht, wie oft denn die Parteien oder Vertreterinnen und Vertreter von Parteien im Verhältnis zu ihrer Stärke im Parlament in den Medien vorkommen. Und das wird euch hier im Raum sicherlich nicht wundern, dass die FDP die Partei ist, die überproportional häufig vorkommt und dass wir Linken natürlich diejenigen sind, die deutlich unterproportional vorkommen. Insofern können wir nicht alleine auf mediale Präsenz setzen, sondern, und das ist auch außerhalb von Wahlzeiten wichtig, aber in Wahlzeiten genauso wichtig, ist das Gespräch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, mit Freundinnen und Freunden, mit der Verwandtschaft, mit Nachbarinnen und Nachbarn, mit Studierenden und Studierenden, das ist das Wichtigste, das persönliche Gespräch, das ist für Linke das, was wir dagegen setzen können unter den gegenwärtigen Bedingungen, ohne dass wir darin nachlassen zu versuchen, auch in den Medien, seien sie Printmedien oder elektronische Medien, entsprechend präsent zu sein. Also ich glaube, dazu muss man nochmal aufrufen, Gespräche, Veranstaltungen wie diese, Konferenzen, Kongresse und Ähnliches. Aber dabei darf es natürlich nicht bleiben. Bevor ich was zu der Frage mit dem Armutsbericht sage, will ich nochmal einige wenige Gedanken ergänzen zu dem, was wir eben gesagt haben. Ja, das ist richtig. Wir brauchen unbedingt Widerstand, auch auf der Straße und das millionenfach. Nun haben wir ich will ein Beispiel anbringen, was jetzt mal, mein Nachbar möge mir verzeihen, ausnahmsweise nicht aus Griechenland kommt, sondern aus Frankreich. In Frankreich sind 8-mal Menschen mit mehr als 1 Million Demonstrierenden auf die Straße gegangen gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters. Und das Schöne in Frankreich war, das waren nicht nur die Grauhaarigen, sondern da waren junge Leute sogar in der Mehrheit. Weil in Frankreich erkannt worden war, dass dieser Mythos Demografie falsch ist, dass es nicht um demografische Entwicklung geht, sondern dass auch bei der Verkürzung der Lebensarbeitszeit oder in dem Fall Frage geht und dass die heute jung sind, die morgen mit dieser Politik am meisten, ich sag's mal ganz drastisch deutsch, verarscht werden. Alle diejenigen, die nach 1964 geboren sind, das werden diejenigen sein, die, wenn diese Gesetze, die wir heute haben, nicht geändert werden, die von Altersarmut bedroht werden, auch wenn sie normal und durchschnittlich verdient haben werden. Sie wird die Rente erst ab 67 erwischen, sie wird erwischen das abgesenkte Rentenniveau. Und deswegen kann ich nur sagen, denkt alle bitte nicht, oh, ist ein langweiliges Thema, oder um mit Katja zu sprechen, ist aber nicht sexy, sondern das ist ein wesentliches. Mit etwas Zeitverzug in der zweiten Runde
ist ein Teil, leider nicht alles, an diesen sogenannten Reformen von der neuen französischen Regierung zurückgedreht worden. Und daran kann man sehen, die Kombination aus Widerstand auf der Straße und entsprechenden Wahlen in die Parlamente, die kann zumindest im Einzelfall etwas bewirken. Und deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir immer beides tun, dass wir gucken, dass wir in großen Mengen auf die Straße kommen und gleichzeitig auch entsprechend an den Wahlurnen unsere Meinung deutlich machen und kundtun. Und aus der Kombination heraus, denke ich, kann man auch entsprechend was verändern. Der Genossin von den Jusos, die eben den Armutsbericht angesprochen hat. Also glücklicherweise gibt es seit einigen Jahren nicht mehr nur den Armutsbericht. Denn wer von Armut redet, darf vom Reichtum nicht schweigen. Und deswegen gibt es mittlerweile immerhin einen Armuts- und Reichtumsbericht. Aber das, was uns jetzt in diesem Herbst geboten worden ist, das ist wirklich eine reine Tragödie. Da gab es einen ersten Entwurf, immerhin aus dem Haus einer CDU-Ministerin, wo wenigstens mal drei vernünftige Sätze drin standen. Wo drin stand, nicht nur drin stand, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht, sondern wo das auch bewertet wurde. Und wo es sogar ein paar Vorschläge gab, ganz vorsichtig in Frageform, ist ein CDU-geführtes Haus, wie man das ändern könnte. Und dann ging es erstmal richtig los. Die Frage, warum sich da nichts dran ändert und warum die immer wieder gleich aussehen, ist im Moment relativ einfach zu beantworten. Solange die Kapitalpartei par excellence, die FDP, in dieser Bundesregierung irgendwas zu sagen hat, sind auch die aller kleinsten Ansätze von einem Hauch einer Kritik zum Scheitern verurteilt. Dieser Armuts- und Reichtumsbericht, der gestern ins Kabinett gegangen ist, das ist ein zensierter Bericht, das ist ein geschönter Bericht. Da hat die FDP und diese Kapitalfraktion in der Bundesregierung ganze Arbeit geleistet. Den kann man so wie er ist fast nicht mehr gebrauchen, weil sie sich durchgesetzt haben und weil auch wirklich jeder kleine Ansatz auch nur bei einer kritischen Frage weggeschmissen worden ist. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die FDP immer ordentlich unter 5% bleibt. Dazu kann man alles was uns dieser Bericht liefert, dass wir damit nicht nur mit den Scheuklappen einer Entwicklung von immer nur Legislaturperioden in 4 Jahren umgehen, sondern dass wir da nochmal deutlich machen, wo die Fragen liegen und wie man auch den Reichtum anders verteilen kann, denn letztendlich läuft es auf der Verteilungsfrage raus. Und ich glaube, das wird man auch in den kommenden 2 Tagen verschiedentlich auf dem Kongress diskutieren können. Wer sich für die Frage der Demografie noch näher interessiert, kann man das morgen früh auch entsprechend nochmal diskutieren. Dankeschön. Dass der Wissenschaftsunterricht als linker Sozialwissenschaftler bezeichnet wird. Das heißt, so wie ich das verstanden habe in einer Fernsehsendung, habt ihr jemals gesehen, dass einer als rechter Sozialwissenschaftler die Wahlen gewinnen, auch mit anderen linken Kräften, dann werden wir am nächsten Tag nicht mehr Sozialismus haben. Warum nicht? Ja, weil das eine, auf 2 Gründen. Erstens, weil wir sehr schwach sein werden. Und zweitens, weil wir das nicht undemokratisch haben. Wir wollen keinen undemokratischen Sozialismus haben. Wir wollen einen Sozialismus haben, in dem die Menschen entscheiden, in dem die Menschen auch über den Sozialismus entscheiden und über die einzelnen Schritte entscheiden, die dazu führen. Und das ist schwierig und das ist zeitraubend. Aber das mögt das, die Zeit nehmen wir uns sehr gerne. Das mit den Europa und Linken,
mit der Unterdrückung Griechenlands von Europa und so weiter. Ich habe mich lange auch mit deutschen Genossen und Genossen darüber gestritten. Und bei dem letzten, beim letzten Mal, als ich hier war und mit einem eurer Kollegen gesprochen habe, öffentlich gesprochen habe, der hat das auf den Punkt gebracht. Er sagt, das ist die Politik des europäischen Kapitals, dessen Königin Berlin. Das heißt aber des griechischen Kapitals auch. Und das ist für uns lebensnotwendig, das zu tun, dass wir einen Gegner im eigenen Land haben. Dass die Leute nicht auf Merkel gucken. Dass die Leute nicht auf diese Dummheit verfallen, dass die Deutschen Nazis sind. Das ist ein sehr wichtiges Problem, dass die Leute nicht davon reden, dass wir ein besetztes Land sind, weil wir kein besetztes Land sind. Was wir nun über Europa denken. Der Euro ist ein Unterdrückungsmittel, wie jede Währung auch. Jede Währung. Jede Währung im Kapitalismus ist ein Mittel gegen die Arbeit. Ein Mittel des Kapitals gegen die Arbeit. Wenn das aber so ist, dann ist doch ein Fetischismus, ein Nationalwährungsfetischismus zu sagen, ja, ich bin aus der Währung auch und in die Währung rein. Und diesen Nationalfetischismus müssen wir bekämpfen. Nationalwährungsfetischismus. Und man muss auch den Irrglauben bekämpfen, dass ein Land, vor allen Dingen ein kleines Land, das eine nationale Währung hat, dass es auch über Währungssouveränität verfügt. Über Währungssouveränität, vor allem wenn es um die Währung kleiner Länder geht, verfügen die Geldländer. Das heißt, diese Idee, man könnte einfach eine Währung abwerten und dann wird man wieder weiter, das ist falsch. Das ist nicht wahr. Und wir wollen auch nicht damit experimentieren. Das wollen wir. Wir wollen mit unseren Genossen und Genossen in Europa, wir wollen mit der Arbeiterbewegung in Europa versuchen, dieses ganze Gebäude neu zu gründen. Neu zu begründen und neu zu gründen. Das ist gut. Das ist schwierig. Das ist lang viel. Aber anders geht es nicht. Leichte Lösungen, die mögen wir nicht, die können wir nicht akzeptieren. Was nun über die zwei Parteien von den zwei Parteien in Griechenland, das heißt die konservative Partei und die sozialistische Partei, sie haben die Verpflichtung unterschrieben, dass diesen Kurs verfolgt wird. Die demokratische Linke hat das nicht. Sie tut das aber. Tun das. Aber mein Argument war, ging dahin, dass die Europäische Union in ihrer Krisenpolitik die Demokratie einschränkt. Und das ist eine Einschränkung der Demokratie, wenn die Parteien sich vorab verpflichten, einen bestimmten Kurs zu verfolgen. Das meinte ich. Ich folge gar nicht die demokratische Linke. In Schutz nehmen gehen. Obwohl, sage ich jetzt, wenn wir Griechenland verändern wollen, müssen wir darüber diskutieren, wen. Dann müssen wir darüber diskutieren, ob die vorherige Politik einer Partei ausreicht, um sie auszuschließen, oder ob man jetzt auf die Zukunft geht. Und es wird Parteispaltungen. Aber wir können nicht auf die Diskussion der Bündnisfrage verzichten. Ein Wort. Unsere Politik, weil wir danach gefragt haben, ja, ist nicht die einseitige Streitung.
unsere Politik ist, diese Gesetze abzuschaffen, mit denen die Renten gekürzt, die Löhne gekürzt, die Tarifautonomie abgeschafft wird, mit den Schulen zusammengelegt werden, die medizinische Versorgung zu Boden liegt, die werden wir abschaffen. Und das ist ein Hoheitsakt. Das ist eine Frage der